auch, alles super. Hammer. Ich wollte gerade mal sagen, was wir jetzt überhaupt machen, weil Eddie zum Beispiel weiß das gar nicht. Ja. Das ist unfassbar. Wenn erstmal so eine Lüge existiert, man kriegt sie nicht mehr aus der Welt. Absolut richtig. wir machen Folgendes, wir spielen eine Runde Rush. Rush ist der neue Spielmodus bei FC 25 und das ist im Prinzip so ein eingeschrumpfter Pro-Clubs-Modus. Das heißt, man spielt nicht 11 gegen 11, sondern spielt 4 gegen 4 mit einem KI-Torwart. Und das macht richtig viel Bock. Ich habe es privat auch schon eine Weile gespielt. Und wir spielen nicht einfach nur diesen Modus, sondern wir haben von EA eine ganze Liste an Dingen bekommen, die wir machen müssen in einer Challenge und das in möglichst kurzer Zeit. Dazu oder da drin sind so Sachen bei wie 3 Spiele in Folge gewinnen oder 3 Ecken in einem Spiel haben. Dreimal beim Anschluss. Nils? Was? Hallo, Nils? Ja, hallo? Hast du schon angefangen zu erklären? Davon unterbrichst du das? Für einen kleinen Gag immer. Aber wo war der Gag? Das, die Leute haben gelacht, das reicht mir. Mach ruhig weiter. Alles klar. Das ist im Prinzip alles. Und die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, ist, vielleicht weißt du das, Kalle, wir spielen ja nicht den Pro-Clubs-Modus, ne? Also beim Pro-Club hat man ja einen eigenen Charakter, den man sich macht und den man auch hochlevelt. Nee, wir gehen über Ultimate Team rein. Wir gehen über Ultimate Team und ist das Spielmenü, also finden wir den Modus dann auch über das Ultimate Team, über den Modus oder über den Pro, also quasi über den Clubs-Modus. Du hast halt, wenn du jetzt auf Spielen gehst und dann Rush siehst, dann siehst du, wenn du auf Rush gehst, dann hast du schon die Möglichkeit, mit Freunden zu spielen. Und das machen wir. Weil wir Freunde sind. Also wir nicht, aber Edo und ich zum Beispiel. Ja. Ihr seid genau. Beste aber okay, Freunde. Das ist. Also das heißt einfach, also schau mal, da gibt's, wenn du auf, also du gehst in Ultimate Team rein und dann spielen und dann Rush und dann kannst du dort, können wir dort quasi ein Team bilden und spielen dann den 4 andere Randoms oder auch 4 Freunde, je nachdem. Okay. Genau. Dann würde ich vorschlagen, alle, die noch nicht in Ultimate Team waren, geht da mal rein. Da meine ich natürlich auch dich, Eddie, weil das dauert teilweise richtig lange, bis man da durch dieses komische Tutorial. Der hat noch gar nichts gemacht. Nein, ich spiele ich habe kein Foot gespielt. In meinem Leben noch nicht. Gehst du mal am besten da rein, weil das dauert echt eine Weile, bis du das alles durchgeklickt hast. Ja, soll ich so lange ein paar Packs ziehen oder was machen wir? Der soll dieser Platz, das du musst einen Platz auswählen. Ich raff überhaupt nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Foot gespielt, Leute. Okay, kein Problem. Also, du gehst einfach in den Modus und. Ich bin ja hier. Genau, ich weiß. Aber du gehst in den Spielmodus, Ultimate Team rein und dann hast du so ein kleines Tutorial. Du wirst ein bisschen vollgequatscht, ein bisschen. Und dann kannst du aber auch eigentlich schon direkt zocken. Das geht in 5 Minuten eigentlich. Du verpflichtest nur einen Leihprofi als Ersatz für Hagerab. Was? Ja, das ist gut. Einfach mitnehmen, den High-Ratedsten mitnehmen und den kannst du dann gleich bei uns in die Challenge schauen. So ist das. So machen wir es nämlich. Okay. So, aber wie kriegen wir jetzt, weil ich weiß, müssen also auf Spielen und dann auf Rush oder was? Ja. Ah ja, da ist es, genau. Das Ding ist, wir müssen uns jetzt alle auf jeden Fall mal noch kurz irgendwie bei PSN adden, beziehungsweise hat der Captain zumindest, dass der die anderen dann auch einladen kann, weil sonst geht es, glaube ich, nicht. Ja. Geil. Also ich werde jetzt gleich schon mal, Eddie habe ich jetzt schon mal eingeladen, vielleicht kannst du die direkt annehmen und dann kannst du das irgendwie abkürzen. Kalle will mich einfach nicht befreunden. Ich weiß es nicht. Na, das stimmt so nicht. Ich habe das nicht hingekriegt. Okay. Nick, siehst du meinen PlayStation-Namen im Chat? Oder ist ich kann der dir sonst auch meinen. Warte mal, wo bist du? Ich hab dir da steht im Chat, steht meiner. Kannst du einfach. Bei allgemeinem Chat? Im Lobby-Chat einfach, ja. Im Lobby-Chat. Im Lobby-Chat? Nee. Ah, dann schreibe ich nochmal, du warst, glaube ich, dann noch nicht da. Bei Willkommen, du heißt jetzt auf Twitch einfach nur Nils, das ist ja crazy. Ja. Oder bei Absprachen und Info, oder ich wo meinst überhaupt du? Nee, einfach, wir sind ja in der Lobby hier, gerade. Ja. Und da gibt's ja für die Lobby, wenn du rechts neben dem Dings Lobby steht Chat öffnen. Aha, ah ja. Also, siehst du? Ich hab's geschafft. Hammer, gut. Und da kannst du einfach den... Adde mich mal. Schön. Also, Etienne, hast du noch eine Frage? Ich bin schon in der Lobby drin. Ich weiß nicht, was mit euch ist, aber... Okay, wow, sorry. Ey, aber Moment, dann spielen wir jetzt Foot quasi. Genau, aber wir spielen... Wir haben ja ein crappy Team jetzt erstmal am Anfang, oder nicht?
Ja, ihr beide wahrscheinlich. Wobei, bei Nils bin ich mir gar nicht so sicher, wenn er jetzt sagt, er hat schon gespielt. Nee, ich habe aber quasi den Pro-Modus gespielt, wo man sich einen eigenen Charakter baut. Den richtigen Modus, den normalen King-Modus. Ja. Pro-Clubs. Aber das ist ja... Also, you see me rolling hat dich jetzt geedit. Ich sehe erst, leider sehe ich dich, warte, was? Ah, schön. So, warte mal. Ich versuche dich auch nochmal zu adden. Erstmal Packs kaufen, Ede. Wer 1700 Euro fürs Kärchern hat, der hat auch 1000 Euro für EA. So. Mhm. Hast du gefunden? Ah, warte mal. Nee. Wie kriege ich jetzt einen geilen Spieler, Leute? Sagt mir mal. Packsdien. Glück. Und wie kriege ich einen Packsdien? Hast du nicht, wirst du bestimmt so ein paar Punkte bekommen, oder? Durch deine Version hast du bestimmt so FIFA, also so FC-Punkte bekommen, oder? Ich habe, 4600. So, hab dich. Also, wenn du das deiner Community jetzt antun willst, könntest du jetzt ein paar Packs ziehen. Das würde gehen. Wie mache ich das? Du gehst auf Shop und dann holst du dir irgendwie so Pakete. Kann ich auch dann mit dem Spieler gleich mit dem dann bei euch spielen? Wenn du jetzt einen ziehst, kannst du mit dem dann spielen. Der darf nur vom Rating, glaube ich, maximal 88 sein, glaube ich, ist aktuell. Hat man ein Startkapital? Je nachdem, welche Version du dir von EFC holst, ja. Also, wenn du jetzt die krasseste Version hast, hast du, glaube ich, 4600, so wie Ede schon meinte. Okay. Und wo kriege ich die Packs? Ich auch nicht. Schau mal, geh mal in den Shop, da gibt es gerade so, so 50k-Packs, da kriegst du 12 seltene Deutschspieler, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du jetzt relativ schnell was Krasses ziehst. Ist das bei Einzelspieler-Draft oder wo ist das? Nee, im Shop. Genau, gehst du nochmal, machst du nochmal Kreis und dann hast du rechts den... Also ach, da sehe ich Shop, genau, alles klar, Shop, da ist er versteckt. Shop aufrufen und den Shop offenbar erst Items verwalten, bevor du fortfahren kannst. Ja, wahrscheinlich hast du da irgendwas for free bekommen. Club oder so. Also, das kannst alles Wappen. Einfach, R2, einfach alles rein mit dem ganzen Lars. Alles rein. Clubmitglied Evo. Steht hier die Items. Das Grün des Items ist bestimmt sehr wertvoll. Ich will nichts verkaufen. Und jetzt, wenn du irgendwann damit fertig bist, dann kannst du einfach sonst mal Kalle Kuschinski adden. Live-Profis-Pack vorbestellen. Und dann, bin ich dann auch in deinem Team. Oh, ich kann hier eine 90er leihen. Genau, für heute auch Bellingham ist der nicht so gut, weil wir heute nur mit maximal 88 spielen können. Das ist halt der Modus, der sagt jetzt heute. Dann nehme ich Griezmann. Ha! Griezmann. 88. Geil. Kann ich nehmen jetzt? Sicher, dass es 88 ist, weil im Briefing steht was von 75, dachte ich dann auch. Ja, Phil Foden. Der Modus war letzte Woche mit 79, den haben sie jetzt geändert auf 88. Das war auch, glaube ich, gestern oder heute. Geil. Ich habe Phil Foden, Leute. Die gibt es auch da nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt Max 88, die Challenge. Genau. Ah. Alle Items jetzt verschieben oder was? Genau, drückst einfach R2. Ja, dann verkaufe ich ihn doch. Wenn du das nach unten in die Leiste gepackt hast, dann hast du es, dann verkaufst du sie. Wenn du die einfach nicht veränderst, so wie du sie bekommst, gehen die alle direkt in deinen Verein. Oh, und dann behältst du die Karten. Nikola, bist du da? Ich bin da, hallo. Weißt du, wieso ich das Spiel nicht höre? Ja, die Zuschauer hören es auch nicht, von daher hast du es auf Controller umgestellt oder so, in Audio? Ah, das kann sein. Oh, das ist nee, das kann nicht sein. Das ist ja nicht am Game, am PC angeschlossen. So, was? Und jetzt kaufe ich hier Einzeldraft, Leihprofis-Pack, Powerschuss, umtauschbarer Ursprungshero. Doch, das Geld ist auch gut, ja. Das rechts, das ganz rechts. Das? Das umtauschbarer Ursprung. Da kriegst du jetzt einen Hero-Spieler, das ist geil. Okay. Oh. Der ist okay. Guti ist okay, ne? Ja, jetzt nicht. Also, oh, da fällt mir eigentlich, glaube ich, weiß verstehe nicht, wie okay. Spiel. Er ist okay, ja. Es ist okay. Ich habe aber durchaus wenig Frauen. Es hätte noch geiler sein können. So Hamschick, Hassad wäre besser gewesen. Kommt da was bei dir an, Nikola? Nee, kein Ausschlag. Aber okay, ich kann ja alle aufmachen. Ja, oder wie sieht das aus? Oder ich verschwinde mal mit Eddie den Channel höher, dann könnt ihr in der Zeit andere Dinge machen. Ah, warte wir mal. Machen andere Dinge. Hier. Oh, hast du Stummschaltung. Ja, jetzt. Bellingham. Okay. Das war, weil Nils gesagt hat, mach das Mic an deinem Ding aus, habe ich alles ausgemacht. Das ist also Nils Schuld. Nils Schuld. Ah, okay. Ja, okay. Ja, nochmal Phil Foden. Ich habe noch ein Overlay für euch. Wollt ihr das auch noch kurz einbauen?
Klassisch. Oh, das ist sehr viel auf einmal, ne? Ja, ich weiß, es tut mir so leid. Aber müssen wir das nutzen? Sein. Sollen wir das nutzen? Also, da stehen die Challenges drin und. Ach, von den gelben Punkten? Nee, von denen habe ich keine. Tja, also schon ein ziemlich cooles Arbeit. Hast du einen Link dafür vielleicht? Nee, von denen habe ich ja. Ja, soll ich dir den hier reinpacken oder in den. Mach mal hier in den Lobby-Chat. In den Lobby-Chat. Alles klar. Das da? Mit kann ich das einfach so in OBS anpflegen oder muss ich aber so runterladen? Genau. So, jetzt kauf, was kaufe ich hier noch? 50.000, wer hat denn solche Coins? Promo-Packs, klassische Packs. Was will ich hast denn du haben? Von diesen gelben Coins, Nils? Diese UT-Coins? Nee, gelbe Coins habe ich gar nicht. Ja, dann aber kannst du die doch gar nicht kaufen. Ach, oder steht da ja oder. Nicht. Ach, ich kann auch ja. Für Goldprofi, okay, also ich will keine, ich will das keine Items, auf, ich will Spieler haben. Ich will auch einen Spieler haben. Enthält 30 seltene Goldprofi-Items. Aber wieso kann ich das nicht? Ja, das ist ja Quatsch. Man will ja einen Spieler haben. Es ist einfach ein Genuss, euch beiden dabei zuzuhören. Ja, das wirklich. Es ist einfach sehr schön. 12 Profi- und Vereins-Items. Alle Gold. So, jetzt Achtung. Ja, genau, jetzt geht's das ab. Meine ich. Das kaufe ich jetzt. Die kaufst du mal. Scheiße, ich hab's falsche gekauft. Kann man nur so doof sein. Achtung, Leute. Mein erstes FIFA Footpack, das ich in meinem Leben öffne. Nee. Ich schwöre. Es oh, das ist ja richtig mit so Inszenierung. Torwart. 89. Oh, Kalle. Also, ich mache geil, wen habe ich? Spanier, spanische Liga, La Liga, Barcelona. Hä, du hast Ding. Du hast Kim. Kim. Der ist gut. Na gut. Und jetzt R2, ja? Super. Einfach. So alles. Oder was? Wo sind denn jetzt die anderen? Ach, ich habe einen ausgesucht aus denen, oder was? Ich habe gedacht, ich habe die alle gekriegt. Da muss ich einen aussuchen, ja. Lol, Donny van de Beek am Arsch. Robin Koch nehme ich natürlich. Was bringen mir diese, ich habe jetzt zum Beispiel das Finisher-Item. Das kann ich dann ausrüsten, oder was, auf den Spieler? Ja, genau. Du kannst quasi damit, also da siehst du, welche Werte quasi das Item verbessert. Es gibt zum Beispiel am Hunter, das ist Schießen und Pace. Das ist so das beste Item oder Shadow, wo du Verteidigen und Pace bekommst. Aber kannst einfach alles mal in Verein machen. Oh, ich nehme das einfach alles. Alles wird bestätigt. Genau. Achso, was haben wir hier noch? Die kann welches man gar Pack hast du gesagt, soll man nehmen? Premium Gold. Promo-Pack. Geh mal auf Promo-Packs und dann dieses noch weiter nach rechts. Da gibt es zwei Stück, das seltene Profi-Pack. Das hattest du, glaube ich, gerade schon, oder? Ah ja. Das ist auch seltene Profi-Packs. Das halt kostet 1000 Mark. Ja, aber ist gut. Egal. Okay, das ist einfach so schön. Das war so, was haben wir hier? Schwedischer Ibrahimovic? Sucht man sich hier einen aus, oder was? Oder kriege ich die alle? Isaac. Die habe ich alle. Isaac. Alle. Ich sag, ist gut. Und hier, Coman war auch gut. Der ist auch gut dieses Jahr. Ja, okay. Aber es wird immer der Beste, wird immer nur, kriegt diesen Resting Entrance. Eins mache ich noch, Leute. Ich finde das gerade so witzig, wenn man das Spiel, also, wenn man. Ja, die haben es noch nie gemacht. Also, oh, die sind da, jeden Tag, wenn man da jeden Tag aktuell mit verbringt. Ja. So aber schön. Ich bin ja im Spiel halt mega geil, ne? Also die Peripherie und so, ich habe halt kein Bling-Bling und so. Das ist ja Schnickschnack für Leute, ne? Die nicht kicken können einfach. Ja, einfach Bladeball, Touchable, einfach einmal laufen lassen, die Möhne gleich. Das wird die Challenge. Diogo Costa. Ich kaufe mir noch einen Geist-Pack. Schon wieder ein Torwart. Okay, ihr dürft tippen, wer es wird. Ich sag Maradona. Warte mal, da leuchtet. Maradona gibt es, glaube ich, nicht mehr im Spiel. Kein Wort dort. Ja, die waren jetzt scheiße, die Packs, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das sehr motivierend, wenn da sowas dann noch Linari. Kommt. Hat sich nicht gelohnt, war schon kacke. Ja, gut, das war's jetzt nicht so, bin ich ehrlich. Ah, es ist nicht so geil. Was ist hier? Aber einmal kann ich noch. Kurze Frage in die Runde. Ja. Wollen wir spielen? So. Ja, let's go. Let's go. Komm hier nur nicht mehr aus diesem Menü raus, so alle Items. Weil ich höre mir auch gerne noch 2 Stunden an, wie ihr Pakete versucht. Nee, ich hab jetzt, let's go. Wo seid ihr? Ja, so, wir gehen jetzt auf Spielen. Mhm. Und dann kann man quasi Rush auswählen als Spielmodus. Und genau, dann ich hatte schon eine Lobby offen sogar. Ja.
Kannst du noch Kalle Kuschinski adden? Das wäre ein Träumchen. Ja, warte, ich erstmal. Ja, mich bitte auch einmal einladen. Hab ich schon. So. Ja, ist ja alt. Hast du mich schon. Ich hab's versucht, Nils. Ich hab's nicht hingekriegt, deswegen. Da. Wenn du die Güte hättest, mich einmal zu suchen. Mach ich, natürlich. Genau. Bei Spielersuche im Spiel, ne? Nicht bei PlayStation. Ach so, okay. Im Spiel, okay. Ich bin da. Ich bin in der Lobby. Kalle, machst du den Captain oder weil da muss irgendjemand muss ja alle einladen. Ne, das macht gerade Nils. Ah, dann ist ja super. So. Gegen wen spielen wir überhaupt, Kalle? Gegen Randoms. Okay. Also innerhalb der Challenge ist auch, würde mich auch mal gerade interessieren, ob wir wissen, wie die anderen Teams so aussehen. Das habe ich nämlich noch nicht. Kalle Kuschinski. Kalle Kuschinski zusammengeschrieben. Ja, ich habe jetzt gedacht, das reicht, wenn ich. Also ich den ganzen wieso hast du denn so einen langen Namen, ey? Tut mir leid. Kalle, ich kann euch mal, also, mit Y, hat ne? vorhin alles geschickt. Wir müssen, wenn wir gewinnen wollen, haben wir eine Stunde 28 Zeit. Also das ist die Zeit, die wir bieten müssen. Eine ne? Stunde 28 Sekunden. Ist das ist ja gar kein Problem. Das schaffen wir. Ja, das kriegen wir easy. Wir sind jetzt bei, du hast übrigens Bödefeld 10. Deswegen habe ich auch nicht gefunden. Nee, aber dann ist das die EA und nicht die PlayStation-Geschichte. Das habe ich aber. Das war der erste Satz quasi, den ich zu dir gesagt habe. Das kommt. Lass dich von Nils nicht ärgern, ganz ehrlich. Das ist kein Problem. Also ich habe euch alle jetzt mehrfach eingeladen. Lobby ist nicht mehr verfügbar. Das ist einfach komplett gelogen. Nils, weißt du, wie man Torwart moved? Mit Dreieck. Ja, also mit rausholen. Weil rausholen ist wichtig dieses Jahr. Weil du musst jetzt, also der Captain move. Okay, willst du Captain machen? Ja, wenn du da wärst. Ja, aber dann muss ich ja wieder alle einladen. Ja, ich glaube, was du immer du willst. Also ich glaube, dass es nicht so wichtig ist mit dem Torwart, aber ist nur, sind nur meine 2 Cents. Wir machen das. Mir ist einfach wichtiger, dass ihr im Grundsatz auf mich hört. Das würde mir gut gefallen. Das ist, kann man sich überlegen. Ich kann in deine Lobby nicht rein. Ja, weil hier lauter irgendwelche Fremden in die Lobby kommen. Wer ist denn Yuse Merolin? You see me rolling. Wer kann das wohl sein? Ach, you see me rolling. Okay, jetzt raff ich's. Du sitzt im Rollstuhl, ne? Deshalb. Okay. Ich bin ein bisschen langsam. Ich habe das komplett falsch gesehen. Yuzimi habe ich gelesen. Dass hier irgendwelche Randoms reinkommen den ganzen Tag. Ja, halt, kann doch sein, dass die, weil das die ganze Zeit die Lobby zu sehen ist, dass das irgendwie, ich weiß noch nicht. Mann, jetzt. Ich werde gleich sauer hier. Doch. Ich kann in diese Lobby nicht rein. Alter, Kalle. Kalle, wir spielen gleich ohne dich, wenn du jetzt nicht in die Lobby reinkommst. Ja, das ist nicht so schön, aber. Ihr habt dich schon ganz oft eingeladen. Ich sehe auch hier schon ganz viele rote Zeichen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht Crossplay ausgestellt habe. Das wäre in der Tat ein bisschen lustig. Ist jetzt nur die Frage, wo sehe ich das? Unter welcher Einstellung? Nein. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, weil man will eigentlich als PC-Spieler. Das geht eigentlich gar nicht. Ah, hast du den vielleicht, wenn du am PC spielst, dieses Crossplay deaktiviert? Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber genau das versuche ich gerade zu checken. Hat man mich nicht gehört gerade? Hallo? Hört man mich? Ja, doch, wir hören dich, aber was soll man noch sagen? Sonst als Alternative, das Letzte, was mir einfällt, ist, check nochmal dein Crossplay, bitte. Okay, jetzt ist eine gute Idee. Das mache ich mal eben. Gib mir diese Crossplay, die ich die ganze Zeit schon mal machen eben noch können. Gelacht über uns alte Männer beim genau, Foot, deswegen. Ne? Ja. Ich hole mal kurz was, ich bin gleich da. Gerne. Also welchen Spieler nehmt ihr denn jetzt eigentlich? Weiß ich noch nicht. Ihr habt noch keinen ausgewählt. Kommt später erst, oder? Ja, aktiviert. Alles aktiviert. Also ich habe Griezmann, ich habe Foden, ich habe... Foden ist auch richtig gut dieses Jahr. Kann man 2 Fodens? Ich glaube, Eddie hat auch Foden. Kann man einen doppelten Foden nehmen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Oder ist es verboten? Ich glaube, das geht nicht. Also erstmal, ich kann in eure Lobby nicht rein. Also Crossplay ist an, aber ich glaube tatsächlich, ich muss noch They See Me Rollin' adden. Und dann mache ich meine Gruppe auf. Aber warte mal, das kann eigentlich nicht sein, weil ich Money Scoop auch nicht geaddet habe. Ja. Vielleicht klappt das Crossplay nur vom PC zu PS5 und nicht umgekehrt. Das ist krass, wenn man bedenkt, dass wir seit einer halben Stunde hier sind und dass das Anschließen einer PlayStation ungefähr 4 Minuten dauert.
Naja, aber das Runterladen des Spiels würde ja zum Beispiel auch nochmal länger dauern. Ich ach, das hast du nicht runtergeladen. Nicht. Ich habe das, hab das Spiel nicht mal auf der PlayStation. Ach so. Ja, ach ja, so, ja. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich lade euch mal kurz ein. Warte mal, hier Gruppe? Warte mal. Moment. Ich versuche es nochmal anders. Gruppe beitreten. Bin ich jetzt in der Gruppe drin? Noch steht da nichts. Hast du denn meine Einladung erhalten, die ich dir geschickt habe? Ja. Die ist angekommen. Aber hier steht immer, du kannst diese Gruppe nicht mehr beitreten. Versuch's nochmal. Das ärgert mich. Probier's nochmal, dich einzuladen. PC-Game hat ein Patch bekommen, PlayStation nicht, deswegen ist Crossplay derzeit deaktiviert. Das ist nicht euer Ernst. Schreibt gerade jemand bei mir im Chat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Doch, das stimmt. Also das mit dem zweiten Punkt wusste ich nicht, aber der erste Punkt stimmt. Okay, was machen wir jetzt? Das ist ja schlecht. Das ist wirklich schlecht. Okay. Wie gut ist deine Internetleitung? Also das wird nichts. Das wird jetzt nichts innerhalb von 10 Minuten oder so. Das kriegen wir nicht hin. A, ich habe das Spiel nicht. B, ich krieg das technisch gerade gar nicht geregelt. Also ich habe nicht die nötigen Kabel etc., was ich jetzt bräuchte, um das Bild auf ein OBS zu kriegen. Alles gut. Okay, das heißt, es wird nicht funktionieren, weil der Patch ist für PC draußen, nicht für die PlayStation. Das heißt, wir können de facto in der Konstellation jetzt nicht spielen, ja? Das ist das, was ich zumindest jetzt gerade rausgehört habe. Ich meine, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, was wir alle vielleicht mal versuchen können, ist einmal generell, aber warum haben denn die PS-Spieler keinen Patch? Aber wir können alle das Spiel halt nochmal neu starten, so. Das wäre jetzt so mein Wild Guess, so. Ob das funktioniert? Wir können ja mal, weiß ich nicht, Update nicht die PC-Version? Nee, habe ich nicht. Also okay. Ich würde vielleicht mal noch probieren, dass du uns alle einlädst, maybe. Genau, das wäre jetzt auch mal mein Versuch. Ich starte trotzdem gerade nochmal Spiel neu, einfach so, just for the fun. Mhm. Aber wieso hat denn die PC-Version eine andere Version als die? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Also das ist immer so, dass der, das ist schon seit Jahren so, dass der Patch immer erst als erstes auf PC kommt und dann so 2-3 Tage später auf den Konsolen. 2-3 Tage? Also hier bei mir im Chat steht, es gibt aber auch einen Lobby-Bug, dass man nur in die Gruppe einladen kann. Genau, das wäre jetzt meine Versuchung, dass ich jetzt als PC-Spieler euch PlayStation-Spieler alle mal einlade und hoffe, dass wir glücklich werden. Irgendwie. Das ist ein guter Plan. Ja, probier's. Finde ich gut. Hier, was verkaufen. Vielleicht kann ich ja quasi zurückpatchen für euch während des Spiels. Aber keine Ahnung, wie das... Also, dass der Patch nicht für alle Plattformen gleichzeitig ist, gerade wenn es Cross-Plattform ist, ist natürlich ein Hindernis, sage ich jetzt mal. Ja. Na, für den Moment zumindest. Hast du schon eingeladen? Immer mit der Ruhe, alter Mann. Nee, ich habe nicht mehr lange zu leben, deshalb. Ich spiele mit Freunden. So, jetzt lade ich ein. Und zwar mal den Moneyscope. Dankeschön, alter R2. Zack. Gruppe und Lobby beitreten. Bei mir geht's. Bei mir nicht. Die Lobby ist nicht mehr verfügbar. Ja. Ja, dann ist das wirklich, weil wir verschiedene Spielversionen haben. War das bei dir auch, Lobby ist nicht mehr verfügbar? Ja. Der macht hier schon wieder Pakete auf. Ja, ich mach schon Pakete auf jetzt. Der macht schon wieder Pakete auf. Ich mach einfach jetzt mal Pakete auf. Oh, ein niederländischer Stürmer. Wer ist denn jetzt hier quasi... Zirkzee hier. Exekutive zwischen, also bei uns. Wer kann denn jetzt entscheiden, was wir jetzt machen? Sollt ihr jetzt ohne mich einfach spielen vielleicht? Und ich spiele solo? Oder was? Ich kläre das mal im Hintergrund. Dankeschön. Geiler Nikola. Ja, wir können ja jetzt auf jeden Fall zu dritt dann schon mal spielen. Keine Ahnung. Ja, wir hätten dann halt eine KI drin und das ist schon gerade für die Erfüllung der Quests, glaube ich, schon ganz geil. Ihr hättet einen Random dabei, einen Random-Spieler. Also ja, also Random-Spieler könnte ja jetzt, wüsste ja gar nicht, was wir machen müssen. Und der wäre völlig verwirrt, wenn wir dann versuchen, drei Ecken rauszuholen. Deswegen sollte schon jemand sein, der eingeweiht ist. Vielleicht hat man jemanden in der Community, der richtig geil ist. Ja, ich würde sonst noch mal eben auf den Final Call von Nikola warten. Das wäre aber eine gute Idee, weil einen vierten Random bin ich bei dir. Das wird katastrophal. Genau. Das wird nicht gehen. Ja.
weiß nicht, wie ihr jetzt so flexibel seid. Ich weiß jetzt nicht, wann der PS-Patch kommt oder ob man. Ja, der kommt erst in. Also das kann auch dauern, also ohne Witz. Naja, genau, das meine ich nur, dass wir es vielleicht einfach auf einen anderen Tag nochmal schieben. Weil, ja, Patch. So, das wäre jetzt so die Notlösung aller Notlösungen, denke ich. Dann müsste man es auf nach die Weekend League schieben. Weil du keine Zeit hast. Ja, das kann ich halt nicht beurteilen, weil das ja auch ein Placement jetzt von EA ist und eine Challenge, die ausgerufen haben. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, inwiefern das geht. Wir haben ja jetzt auch schon, war nicht so leicht, den Termin zu finden, zumindest. Mhm. Also wir sind ja das letzte Team, wo jetzt dran sind. Eben. Die anderen Teams haben ja alle schon gespielt. Die warten alle quasi nur darauf, dass wir eine finale Zeit einreichen. Ja, wir haben glaube ich, auch schon verschoben von letzter Woche. Ich glaube, letzte Woche sollten wir eigentlich schon spielen, da haben wir schon mal verschoben. Ja, also deswegen verschieben klingt jetzt ehrlich gesagt schwierig, vermutlich einfach, weil alle warten und dann müssen wir einen Termin finden. Ja, Nicola? Wir haben einen Vorschlag aus unserem Management, dass eventuell Kalle castet und wir noch jemanden dazu holen vielleicht. Das denkbar? Ja. Für mich ist das alles fein. Also solange alle irgendwie zufrieden sind, ist für mich alles fein. Ich denke halt, dann sollte man vielleicht mal schauen, ob irgendjemand aus den Chats PlayStation-Spieler oder Spielerin ist und dann mit den Jungs jetzt spielt. Oder was meinst du mit dazu holen? Noch zum Casten? Ja, dass du, ich übertrage dir das Bild über Discord oder so und du kannst ein bisschen kommentieren, aber mehr genau, also das ist überhaupt kein Thema, aber dass die einen vierten Mitspieler oder Mitspielerin kriegen, oder? Das ist genau, auch kein Problem. Ich nehme die auch mit Discord mit rein, ich denke auch, das geht mal schon hin. Okay, also für mich ist das fein, wenn das für alle. Mir auch ist von Kundenseite fein ist, ist das ja. Wer hat denn einen geilen Spieler am Start jetzt noch? Müssen wir mal in die Chats gucken. Ich hätte mich schon so gefreut, jetzt mit Seroberto jetzt hier gleich schön ein paar Dinger zu ziehen mit euch. Mensch. Ja, ich guck mal hier gerade im Chat, ob einer bei mir ist oder warte, lass ich mal gucken. Wenn es bei euch einer ist. Ja, hier viel, FC Main, also wird ja bestimmt auch, auch zwei Mobs, die wären theoretisch bereit. Ja, heil, das ist doch geil, dann haben wir doch. Aber es sind jetzt, glaube ich, also ich sind jetzt nicht die. Also es sind jetzt, also die meinen zwar, die sind krass. Ja, nee. Das ist jetzt aber deine Verantwortung, dass du jemanden krassen bereitstellst. Also es ist natürlich auch jetzt nicht einfach, mich zu ersetzen an der Stelle. Ne? Das ja, du bist unersetzbar. Du musst ja auch gleichwertiger Ersatz sein, es muss ja dann Granate sein. Kalle, können wir den Discord-Link dann teilen hier von dem Discord oder lieber? Das ist eine gute Frage. Aber Gäste sind sowieso fein, I guess. Deswegen okay. Zur Not, wenn es nicht passt, schmeißen wir die Person an. NHL 94 habe ich auch gespielt, Locked Victorious. Habe ich auch Erfahrung. Soll dann bitte nur einmal im All-Chat schreiben, dann kann ich die Rolle Gast verteilen und dann sollte das passen. Wenn das jetzt ein Problem wäre, hätte man ja den Discord auch nochmal switchen können. Also, dann kannst du ja das machen, das finde ich gut. Ah, dann musst du nämlich die Sachen abhaken, die gemacht wurden. Wie mache ich das? Krieg dir einfach noch einen Link. Oh, ja. Die machst du jetzt in deinem Browser auf. Okay, das machen wir gleich, mache ich gleich. Ah, dann lass doch. Pass auf, Nick, mach du doch dann die Lobby, weil dann kannst du auch den Torwart steuern, das hattest du dir ja gewünscht. Und dann kannst du nämlich einen von deinen Leuten direkt mit einladen, weil du hast sie dann ja, den direkten Kontakt. Und dann lädst du Eddie und mich ein. Und dann legen wir los. Und Kalle kommentiert und hakt alle Ziele ab. Das ist doch perfekt. Besser als vorher. Wow, okay. Die Frage ist, ich bin wahrscheinlich einfach alleine in einem anderen Channel oder mute mich oder so in der Zeit, ne, zwischen den Spielen. Das wäre wahrscheinlich. Dann sharen wir Kalle einmal das Gameplay, dann hat er das in live und dann easy, oder? Ja. Geil, und es wäre cool, wenn der Game-Sound auf jeden Fall auch am Start wäre. Wenn das macht das. Muss ich mal kurz Ich müsste euch dann jetzt nur einmal adden. Ja, Money Scoop. Okay, Money, ganz normal. Ja, Scoop S-C-O-O-P zusammengeschrieben. Aber mich hast du doch schon. Ja, dich habe ich schon, ja. S-C-O-O-P. Ja, ich hab dich. Okay. Kann man sich hier eigene Trikots machen? Nee, ne? Es gibt so Custom-Trikots, die im Laufe der Spielzeit immer wieder eingeführt werden, aber so eigene nicht. Nee. Na, aber HSV gibt es leider tatsächlich auch im Spiel. Ja, aber deshalb weiß ich ja, dass ich jetzt wegen Eddie, dann ist der beleidigt und so.
Achso, im dem Rush-Modus haben eh alles gleiche Trikot. Das sind dann ja. Das sind halt die ja. Modus. Standard-Trikot, ja. Genau. Nick, hast du geschickt? Ja. Hä? Ich habe nichts gekriegt. Hier nicht bei nicht im Spiel, sondern geh mal auf deine PlayStation-Oberfläche und geh ja, da mal auf die. Ich, ja. Da nee, aber Eddie. Also, du hast wahrscheinlich jetzt im Spiel geguckt, ne? Ja. Nee, ich hab ja. dich auf PSN oder bist du nicht auf der PS5? Doch. Also ich hab dich auf PSN geedit und da steht bei mir auch dran. Nee, pass auf, Eddie war, glaube ich, im Spiel gerade und hat den, deswegen ach so. Einmal auf die PlayStation-Taste drücken und dann unten in der Leiste auf die Freundschaftsanfragen. Ja, aber auch da. Und wie heißt du da? Ich habe da sehr viele Anfragen. Da, das Oberste, ah, der jetzt Fußball, hab ich's. Den ja. bin ich, der bin ich. Okay, akzeptiert. So. Und jetzt? Und so, jetzt gehe ich nochmal kurz raus und dann müsste ich eigentlich alle einladen können. Dann lädst du alle ein. Geil. Und dann geht's los. Ich bin richtig heiß. Ich will gewinnen. Also bei dem Modus ist es relativ wichtig, dass man sich so ein bisschen aufteilt, weil man ist nur zu vier, das ist wie in der Halle. Einer muss auf jeden Fall immer nach hinten absichern und alle müssen alles machen. Alle müssen mal vorne sein, alle müssen mal hinten sein. Man darf nicht faul vorne rumstehen. Jetzt geht's schon was los. Was aber auch richtig geil funktioniert ist. Oh, oder ich mach den Trainer vom Seitenrand einfach. Ja, das kannst du auch machen. Warte, da muss ich kurz muten. die Abseitsgeschichte ist anders geregelt. Das ist eher wie beim Eishockey. Es gibt zwei, ich höre mich doppelt, gibt zwei blaue Linien, quasi wie beim Eishockey, und das Abseits beginnt erst. Wieso höre ich mich doppelt? Ist das Nikola? Ich fix das mal. Sorry, red mal mit weiter. Das bin ich. Das Abseits beginnt quasi erst hinter dieser blauen Linie. Das heißt, man kann auch beim gegnerischen Ballbesitz jemanden vorne parken und dem einfach einen langen Pass nach vorne spielen. Das ist eigentlich auch mal sehr gut. Mhm. Sag mal, Nick, hast du jetzt, ganz kurz, was machen wir jetzt? Worauf warten wir? Ich lade jetzt alle ein. Aber hast du schon? Jetzt hast du, also. Nee, ich okay. musste jetzt einmal quasi raus und jetzt wieder rein. Und wenn Spieler 4 hier auf dem Discord ist, soll die Person bitte einfach mal in allgemein auch mal schreiben, damit ich die Rolle verteilen kann. Okay, ja, okay, warte, dann schreibe ich dir mal, dass der in die C kommt. Den installierst du nicht mehr doppelt, oder? Nee. Warte mal, wie sende ich ihm jetzt die Einladung? Ich höre Nils noch. Aber nicht doppelt, aber nicht doppelt. Nee, nicht doppelt, nur einfach. Hm? Sonst, ich schicke dir mal bei Discord privat eine Nachricht mit dem Code und dann sollte das eigentlich gehen. Uiuiui. Ja, wie kriegen das hin? Das sieht doch gut aus. Ja, das kriegen wir alles hin, alles entspannt okay. hier. Schön, dass ihr so flexibel seid. Sehr angenehm. Solange das auch wirklich so okay ist, dass wir das jetzt so machen, bin ich da total easy ja. entspannt. Denk, wenn jetzt man ja schon ist, das Problem, dass ich, also hier Money's Dupe, habe ich jetzt, ich hab euch, alles gut. Ich ah, da ist eine Anfrage. Es ist da kein Problem, ich hab euch. So, jetzt brauchen wir nur noch den vierten Spieler in den Discord. Ja, Link habe ich dir geschickt per Discord-Privatnachricht. Dankeschön. So. Auch noch Stuttgart-Fans, es wird ja immer besser. Ja, klar. Oh, ja, haben die nicht ja. gegen Dortmund letztens so rasiert? Doch, ja. 5-1. Ganz entspannt. Ganz entspannt war gestern auch für Dortmund, Alter, in der Champions League. Ja. Ach, Finn, Leute, ich hab dir den Link auf Insta-Trend gesendet. Und da in den, die muss aber einmal die Regeln akzeptieren, weil das war vorhin auch mein Problem. Und dann müsste es klappen. Das ist so spannend. Das ist wirklich spannend. So, jetzt habe ich noch für Kalle einen Link. Das ist der mit Sound. Ich hoffe, das ist gut genug, die Auflösung. Achso, nee, ich gucke einfach hier im Discord zu. Achso. Dann einmal ja, das in natürlich den, mit Sound. Reinschreiben okay, in den allgemeinen also. Chat, Finn. Weil ich kann den ja, kann ich den einfach
Aufruf? Kannst noch einen bauen in. Mach seid denn ihr für Fußballfans? Haut's mal raus. Eintracht. Es gibt nur einen Verein, von dem man wirklich Fan sein kann. Ah, okay, nee, ich kann den noch. Der HSV. Passt schon. Ich nehme den Link. Das ist so wie der HSV ist wie Harry Potter. So, die anderen Charaktere existieren nur dafür, eine geile Geschichte für Harry Potter zu schreiben. Okay. Kiffen ist es auch auf dem Discord. Da brauchst du noch die Rolle und dann haben wir es. Ja. HSV und die Eintracht. Mhm. Und die Eintracht? Ich kenne das. Welchem Kader hättest du lieber Spieler jetzt für den VfB Stuttgart? Welch? Hm? Alles Hauptsache nicht KSC, der Rest ist mir da. Lautern wäre auch okay gewesen, aber. Ich kenne auch keine Spieler vom HSV, ist nicht schlimm. Also, oh, ja, das. Moin. Ach, moin Finn, hallo. Hallo. Schön, dass du mitmachst, wir freuen uns sehr. Für dich die einmalige Chance, mit drei echten FC 25 Profis quasi jetzt zusammen auf dem Platz zu stehen. Du musst aber nicht nervös sein. Okay, ja, nee, Niki mache ich eh immer kaputt, also gar kein Problem. Ah, okay. Perfekt. Du darfst ruhig Anweisungen geben. Das ist der Spirit, den wir hier brauchen. Sei nicht schüchtern, ne? Also du kannst ruhig sagen, hier, der da, bleib mal weiter hinten oder mach mal das. Ne? Sei nicht schüchtern. So. Okay. Ich muss jetzt nur noch mal einmal genau wissen, welche Links ich hier für was brauche. Okay. Hier steht Admin. Das ist der zum Anklicken, wer was geschafft hat oder was die Ah, dann klicke ich einfach nur die Dinge ab. Okay, perfekt. Genau, und halt kannst du auch noch starten. Aber ich habe jetzt auch noch eine Verständnisfrage. Dieses zum Beispiel erzielt ein Tor mit dem rechten Fuß. Das müssen wir als Team machen, oder? Das muss nicht jeder machen. Nee, das gilt für das Team, die Aufgaben. Okay. Das sind halt dann Kader, das ist auch nur in-game mit dem rechten Fuß, ne? Also jetzt nicht wirklich Controller an Fuß und dann. Nein. Wenn du das schaffst. Ist egal, wen ich spiele oder muss ich jemanden bestimmten spielen? Ganz egal. Okay, soll ich einen Verteidiger machen? Dann mache ich hinten dicht. Es passt. Ja, geil, gute Idee. Habe ich nur diese fünf Spieler jetzt zur Auswahl? Ja. Nein, Dreieck drücken. Einmal Dreieck. Und dann kannst du alle wählen. Geht schon los, oder was? Nein, was? Warte doch. Nein. Ich habe nur noch ein Qualitätsproblem hier mit dem Bild, weil bei mir ist hier quasi 480p. Comment? Oh, okay, jetzt hoffentlich bessert sich gleich mal. Okay, die werden immer schlechter. Schau mal, ob ich irgendwas auch dran regeln kann. Ja, aber wir hätten noch dieses Dinger da, aber passt schon. Da rechts gibt es noch so extra Punkte, wenn wir das, aber das brauchen wir jetzt nicht für uns. Die ist besser, ne? Tempo 80, ich Tempo 86. Ansonsten machen wir aus der 6000 eine 10.000, Kalle. Ist ja nicht mit Isaac tauschen. Aber diese Sausage, die hat in der Luft, die können wir anflanken, mit der können wir Kopfballtor machen, das ist gut. Ist das eine Frau oder ein Mann? Das ist eine Frau. Aber Sausage, gibt es da nicht auch einen männlichen Spieler? Die ist voll langsam. Geht schon los? Die ist nicht langsam, die hat 85. Ihr sucht noch einen aus, glaube ich. Also wir haben jetzt 20.41 Uhr fürs Protokoll. Hammer. Also, das Bild, die Qualität des Bildes ist nicht gut. Ja, bei mir hat es ein paar Minuten gedauert, bis es clear wurde. Ich hoffe, das geht bei dir jetzt auch gleich so schnell. Oh, hoffentlich habe ich die Steuerung richtig. Ich jetzt auch mal sonst den Bildschirm geteilt, was du den haben willst. Naja, genau, kannst du einen Discord anrufen. Den Timer für die Challenge, wer startet den? Kannst du jederzeit gerne starten, wenn du denkst, jetzt los. Was soll das denn für ein Stadion sein? Ja, es geht los, wenn das hier losgeht, ne? Also, liebe Leute bei mir im Chat, das wird hoffentlich gleich optisch ein bisschen besser. Ja, ansonsten nimmst du den Discord. Okay, was machen wir als erstes? Gewinnt ein Spiel. Ach nee, man kann ja auch mehrere pro. Wo bin ich denn? Ach, ich bin rechts. Wer kann. Hier, Manni Scoop, du kannst auch den Torwart steuern. Lang. Wer kann den Torwart steuern? Manni Scoop, der Blaue. Der Captain ist. Okay, das bin ja ich. Ich hab doch. Ah, du bist Captain, ja, perfekt. Wie ist jetzt die Abseitsregel? Ich lande auf die andere Seite. Abseits gibt's ab der gestrichelten Linie. Da macht er einen rein. Oh. Aber was nochmal? Sag nochmal Abseits. Ab der gestrichelten Linie gibt's Abseits. Okay. Also nicht ab der Mittellinie, sondern erst als letztes Drittel. Ja, schön. Oh, schade. Wir sind ja viel besser als die. Ja, wir gewinnen es. Wer achtet denn jetzt darauf, ob wir die Challenges richtig machen eigentlich? Kalle. Kalle, genau. Kalle ist, okay.
Ja, Mitte. Also, ich stockel gerade noch ein bisschen. Ah. Oh, wieso prallt er gegen den Rücken? So, wer holt den Torwart jetzt raus? Blau. Direkt lang. Was hier wichtig ist, schnell schalten, wenn wir den Ball gewinnen. Sofort nach vorne, wenn du... Wer ist denn gelb? Das, der kriegt gleich, gelb. Hör doch mal kurz zu. Dadurch, dass es kein Abseits gibt, so also erst ab der zweiten Linie, wirklich direkt nach vorne spielen mit Dreieck und LB. So. Jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt haben wir... Nein, ich wäre die bessere Variante natürlich gewesen. Ich bin blau. Sorry. Denk an Abseits. Spiel doch. Oh. Spiel nochmal rüber. Ja, klar. Ach, in. Oh. Aber wir hätten jetzt schon führen müssen. Wir sind deutlich besser. Das war Abseits. So, jetzt sind wir drin. Das war jetzt einmal nur zum Warmwerden. Ja, genau, ach, das ist der Ball, genau. Super Ball. Jawohl. Mach ich rein, Alter, einfach reingenagelt. Ich sag doch, ihr müsst mir einfach nur den Ball zu spielen, Leute. Ich meine, jetzt haben wir doch, das war doch schon Jubel zu zweit, oder? Das war Jubel zu zweit. Jubel zu zweit. Ja, entspannt euch. Ja, alles gut. Kalle, hakt das ab, Jubel zu zweit. Jubel zu zweit ist abgehakt, habt ihr toll gemacht, super. Kann ich mal ein paar Challenges vorlesen, dass man das mal, ich weiß die jetzt nicht auswendig. Gerne, gewinnt ein Spiel. Gewinnt drei Spiele hintereinander. Mhm. Gewinnt ein Spiel per Elfmeterschießen. Ich weiß gar nicht, ob es richtig Elfmeterschießen hier gibt. Ja, doch, gibt's. Das ist dann so Penalty-Schießen, ja. Ah ja, okay, mit so Anlaufen. Und so, ne? Schon wieder ein Tor, toll! Gewinnt ein Spiel mit mindestens einer blauen Karte. Das heißt, ihr müsst einmal, einer muss einmal kurz auf die Bank gehen. Ja, also eine Minute gesperrt. Kurz vor Schluss. Tor, wenn man ein Tor schießt, geht 10 Sekunden vor der Sperre. Das war auch gerade rechter Fuß, wenn ich das richtig gesehen habe. Torwart. Sehr gut. Und jetzt noch vorne. Also gewinnt ein Spiel, schießt ein Tor in Unterzahl. Nochmal, Ede? Nee, ich bin hier. Ja, die sind scheiße, ja. Wir brauchen eine blaue Karte und müssen ein Tor schießen. Wie kriegt man eine blaue Karte? Wegfaulen. Komplett wegfaulen, die Leute. Okay. Du kannst zum Beispiel mit R1 und E, ist dieses ja taktisches Foul, dann gibt's immer eine, also immer Notbremse sozusagen. Jetzt Seite vorrennen und. Das ist bei mir alles so unterschiedlich laut, ich muss mich alles noch ein bisschen justieren. Ich habe mich da auch vorhin schlau gemacht mit dem Elfmeterschießen. Ja. Das heißt, wir müssen unentschieden spielen. Und dann gibt es Golden Goal, dann dürfen wir Latein Tor schießen und erst dann geht's ins Elfmeterschießen. Ah, das sind dann auch mal so 1,30 oder so, die man dann on top bekommt oder so, ne? Ja, genau. So. Und 10 Pässe ohne gegnerische Ballberührung. Also ihr müsst auch mal irgendwann so richtig schön einen reinpassen. Aber jetzt solltet ihr, glaube ich, nochmal erstmal gucken, dass ihr das Spiel gewinnt. Erstmal gewinnen, ja. Ja, genau. Was für 10? Was? Einfach 10 Pässe, ohne dass der Gegner mal kommt. Nee, doch nicht. Auch mit gestreckten Beinen hinten rein. Okay. Hattet ihr schon eine Ecke in dem Spiel? Nee. Nee, ne? Doch, zwei Stück schon am Anfang ganz. Warum rennst du nicht rein? Da kannst du ruhig, die Schüsse gehen hier viel häufiger rein als bei 11 gegen 11. Da kannst du ruhig. Welche Farbe bist du, Nils? Sag ich dir nicht, sonst kriegst du den Ball nicht mehr. Du bist pink, oder? Ja. Steht auch oben rechts, welche Farbe. Abseits. Der Modus ist geil, der geht ja richtig ab. Jetzt ja, ich finde ihn auch ultra geil. Der macht mega Spaß. Gar keine Zeit irgendwie. Vor allem, und das ist das Coole meiner Meinung nach an dem Modus. Boah, Tor. Ja, doch. Das Coole an dem Modus meiner Meinung nach ist, dass du halt auch den in Ultimate Team spielen kannst. Und wenn du ein Ultimate Team Spieler bist, du kannst ja halt trotzdem Coins farmen und so Punkte und sowas für oben, deinen. Oben. Ja. Weltpass und so, das ist eigentlich ziemlich nice. Oh, hier, da wird gezaubert. Reicht aber nicht. So, dritter Pass. Ich versuche mal ein bisschen mitzudrehen. So viel Erfolg. Ich verlasse mich mal wieder. Tschüss. 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 Danke, Nicola. Oh, da müsst ihr aufpassen. Oben. Hast du gemacht? Ich meine, ihr könnt immer noch fürs Elfmeterschießen gehen, ne? Also, wenn es nicht schafft. Aber 3 Minuten, da passiert nicht so viel. Zum Beispiel jetzt. Ein schönes Tor. Wir brauchen noch ein Tor mit dem linken Fuß, Freunde. Und mit dem Kopf. Ne? Vergesst das nicht. Ja, gehen wir hin. Direkt hier ein bisschen Druck ausüben auf die Mannschaft. Wir müssen die schweren Sachen müssen wir so schnell wie möglich probieren. Eckball musst du in den Rückraum machen und dann probieren mit Fallrückzieher.
Okay. Man muss ja, ich weiß nicht, was damit. Aber ich dachte, wir müssen noch ein Eckballtor schießen, oder nicht? Warte kurz. Linker Fuß. Perfekt! Ja! Linker Fuß, da haben wir ihn. Sehr schön, da bin ich glücklich. Also. Gewinnt ein Spiel mit mindestens einer blauen Karte. Okay. Genau, da müsst ihr einfach reinfaulen ohne Ende und einer muss mal kurz einen Timeout kriegen. Ja, wenn wir jetzt gut führen, können wir das ja gleich machen. Naja. Ja. Kopfball, Achtung, mach Kopfball. Ja, so Flanke und dann Kreis. Oh, die hätte halt eine Minute früher kommen müssen. Ja, da, ich finde, ihr müsst auch mal ein bisschen anheizen, auch mal ein bisschen unfreundlich werden gegeneinander. Ja, finde ich immerhin auch gut, Fußball, ja. Ne? Ja, kein Problem, kriege ich hin. Ah, schön. Boah. Das ist ein bisschen leise, was geht denn hin? Man kann ihn auch mal umgrätschen, sonst. Ja, wirklich blau. Einfach mal in die Vollen dann auch. Ja, ne? Aber wir haben nur 2 Tore Vorsprung, das ist zu wenig. Lass uns das machen, wenn wir. Schon. Das geht so schnell hier. Nice. So. Hinten? Komm mal hinten, blau. Hinten. Schieß einfach. Oh, was ein Gerangel da! Einfach schießen. So, gelbe Karte und das gibt ein Penalty. Was muss ich machen? Ein Kopfballtor? Dribbeln. Hä? Entschuldigung. Ach, das ist jetzt so beim Eishockey. Ja, keine Ahnung, ich dachte, schieß Elfmeter oder sowas. Freistoß, dachte ich. So. Ah, wir haben schon eine gelbe bekommen, ne? Manni Scoop hat schon eine gelbe. Gut, dann holt euch noch am besten in diesem Spiel noch irgendwie die blaue. Weil dann haben wir das auch abgehakt. Weil wir sollen auch ein Spiel ohne Karten gewinnen, dann haben wir Zeit gespart. Ja, Kopfball. Ja. Ich stehe hier einfach schön am Spielfeldrand und coach euch. Jetzt hauen wir den einfach mal oben von hinten. Schön! Schön gemacht. Ah, gut. Schön stark. Ja, mach auf Luigi, ist hier einfach Verlass auch. Und vor das Ding. Jetzt umkreischen von hinten. Jetzt von nach hinten! Jawohl! Oh. Ja. Oh, Vorsicht! Ja, das ist eine blaue Karte. Das ist eine blaue, sehr gut! Yeah. Die wissen ja nicht, dass wir uns darüber freuen. So. Stark von Torwart steuern. Schade. Stark, wie ich die blaue Karte rausgeholt habe für uns. Ich glaube, wir müssten auch gewinnen mit blauer Karte. Ne? Ja. Aber lass mal jetzt gewinnen, bitte. Hey, jetzt bin ich ja nicht mehr dabei. Ja, du bist jetzt da oben und musst jetzt erstmal hier ein bisschen Wasser tragen und so. Guck mal, oben steht ein Countdown, wie lange du noch gesperrt bist. Aber wenn wir Tore schießen, vermindert die Strafe. Aber ist das Spiel nicht eh gleich vorbei? Ja. Ihr müsst halt noch ein Tor versuchen. Schön, abseits. Haben wir alle gesehen. So, macht mal die 10 Pässe jetzt. 1, ja, 2. Doch, schaffen wir hin. Nee, geh mal lieber auf Sieg, bitte. Lieber auf Sieg. Nicht so, guck mal, da sind 3 Leute jetzt. Und jawohl. Oh, das ist aber jetzt trotzdem 5, 6, 7. Pass! Jetzt! 7. Nils, pass doch! Ich komme ja nicht raus! Was ist das? Typischer HSV-Spieler! Wir sind wieder zu viert! Ihr seid alle Jahrhundertspieler! Ihr macht das richtig gut! Mann, ey! 3 Pässe! Halben Tag Zeit da! Vor, raus! Die Pässe kriegen wir so oder so, wir führen mit einem Tor! Ja, super Ball! Flanke, Kopfballtor! Schade! Egal, gut, wir haben schon 3 Sachen abgehakt. Schon okay. Ja, ist und, wir haben ein Spiel gewonnen. Das ist auch perfekt. Gut. Okay, jetzt so, lass uns die 3 in Folge Challenge machen. 3 Siege in Folge Challenge. Ja, also wir haben beim ersten Spiel schon 5 Punkte abgehakt. Das ist geil. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein faires Spiel, also eins ohne gelbe oder blaue Karte und ohne Fouls. Ja, easy. Das wäre halt auch nochmal geil. Ja. Foul ist ja nur wirklich, wenn der Schiri pfeift, right? Ja. Also die Zeit läuft jetzt ja quasi, also wir müssen direkt alle direkt auch schnell weiter. Auf weiter spammen, genau, damit wir die Zeit hier nicht im Menü vergolden. Ja. Vergolden. Ecken hatten wir, glaube ich, wirklich nur eine am Anfang, ne? Das war's. 2 oder 3 hatten wir am Anfang. Na, wir brauchen 3 Ecken. Ich glaube nicht, dass wir 3 hatten. Also 2 mindestens. 2 hatten wir auf jeden Fall. 3 ja, dann hatten wir später mehr. Keine mehr. Ich kann jetzt Benutzer ausschließen, ich will dich nicht ausschließen, Finn. Das ist ein Scheiß. Einer ist noch im Spiel. Money Scoop ist noch im Spiel. Ah. Ja, Money Scoop raus aus dem Spiel, bitte. Jetzt können wir weiter. Ja.
So, so, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Linker Fuß. So, 10 Pässe haben wir nicht geschafft. Rechter Fuß haben wir. In den letzten 10 Sekunden eines Spiels, das kriegen wir auch hin. Ja. Okay. Boah, beendet ein Spiel ohne ein einziges Foul. Doch, das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Ja. Ich mach wieder den Fall. Das ist ja auch nur beendet ein Spiel. Ihr könnt ja auch für 7 Minuten rumchillen und nichts machen. Okay, also drei Mädchen in einem Spiel ist nicht so leicht. Gewinnen, dann können wir ja danach quasi Chaos machen und einfach nur die restlichen Ziele abarbeiten. Aber ja, kann das erst ja mal drei Spiele in Folge machen. Sollten wir jetzt versuchen einzufahren, weil wenn wir jetzt nach mit jeder Niederlage setzt sich das ein zurück. Aber wir könnten jetzt probieren, zum Beispiel ohne Foul, oder? Also, wenn ihr die Karte spielen wollt, dann haltet X, weil dann sparen wir uns jetzt 50 Sekunden. Genau. Also. Ah, nein! Genau, ihr könnt dann euren Spieler nochmal bestätigen. Wenn man X gedrückt hält, bestätigt man, dann wird man direkt ins Game geworfen. Beendet ein Spiel ohne Foul gibt's auch noch und ohne blaue Karte, also gut, ich brenne. Ja, das ist ja basically das Gleiche. Also mein Vorschlag wäre jetzt, ich habe das ja alles im Auge, ihr konzentriert euch mal aufs Spiel und ihr versucht mal das umzusetzen, was ich euch irgendwie mit ins Game gebe. Erstmal tolle Partie, Jungs, toll, dass ihr eben gewonnen habt. Ganz, ganz klasse. Und mir wäre es jetzt recht, wenn wir auf jeden Fall das Spiel wieder gewinnen und versuchen auf jeden Fall irgendwie ein Kopfballtor zu machen und Ecken rauszuholen. Ecken wäre jetzt nochmal ein großes Thema, Kopfballtor wäre ein großes Thema. Und dann schauen wir mal, dass die letzten 10 Sekunden noch umgehen. Wie holen wir denn am besten Ecken raus? Einfach draufzimmern auf den Mann und dann knallt er den zur Seite raus. Also Fernschüsse wahrscheinlich am ehesten. Ja. Alle überspringen, geht um Zeit. Und die Pässe werden auch geil, wenn wir die jetzt schaffen. 10 Pässe, aber das machen wir mit einem 3-0 Vorsprung oder so. Ja, Gewinnen ist Priorität in jedem Fall. Und wir müssen den Ball erobern, ne? Ihr müsst jetzt sprinten zum Ball. Es geht auch, wir müssen, glaube ich, 3 Bälle erobern am Anfang. Okay, Blau hat wieder, du hast wieder den Torwart. Oh. Blau, Finn! Ey! Die Gegner haben aber. Nee, unsere. Finn hat die blaue Karte. Bekommen. Das gibt's nicht. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt hier mal fair spielen. Ich hab doch nur einen normalen Zweikampf gemacht. Ja, Start. Abschluss. Kopfball! Oh. Isaac ist ein Riese. Wie, Finn ist raus? Na, für 40 Sekunden. Ja, ich wollte gerade sagen. So, Eddie steuert die Torwart, das heißt, ich steuere Eddie nicht den sonst Torwart, auch mal dran erinnern, dass er ihn rausholt oder so. Ich steuere ihn nicht. Du kannst halt nur Dreieck zum Beispiel drücken, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, dann kannst du Dreieck drücken, dann kommt er halt raus. Ist aber ultra gefährlich in dem Modus, meiner Meinung nach. Wenn der Torwart den Ball hat, dann könnt ihr dem auch Anweisungen, wenn ihr Dreieck drückt oder so, dann sagt ihr dem Torwart, dass ihr den Ball da habt. Ja, stark. Schön, mach das Ding. Boah, was ist denn physikalisch nicht möglich, diese Grätsche? Das ist unfassbar. Das ist doch Abseits. Nee. Ah, schade. Der Abseits geht tatsächlich erst ab der gestrichelten Linie. Okay, ich bin wieder da. Ja, aber. Vielleicht da immer L1, 3-8 einfach nach vorne. Ja, immer den Ball in die Mitte passen und die Außen müssen vorrennen. Schön. Guter Ball. Oh. Ja. Da nochmal flanken! Ja, querlegen. Das ist wieder der Hamburger. Gefahr, rot, Gefahr. Niki, Gefahr. Sonny, rede das Sonny-Titel. Niki, Gefahr. Ja, geht nicht. So. Einwurf ist doch kein Abseits. Hier bietet dich doch mal an, da. Oh Gott, seid ihr nervig. Ich mute euch gleich, ey. Stark. Super Tattling. Ja, Upamecano. Hallo, Alaba. Eieiei. Und durch. Und dann nochmal. Oh, schade. Hey. Aber das ist eine Ecke. Ecke. Oh, ich bin riesengroß. Ich flank, okay. Da kann man auch ein Kopfballtor rausholen, ne? Kopfball. Oh, die hat mich in der Luft umgetackelt, die Sau. Ja. Torwart? Mit dem Ellbogen in die Brust. Torwart. In der Luft lag. Torwart? Ich kann ihn nicht rausholen, ich hab's euch jetzt schon 10-mal gesagt. Dreieck? Mit Dreieck? Es geht nicht. Es ist tatsächlich Nils auch in der Lobby. Ach was, echt? Es ist nicht blau. Captain ist blau, ja. Leute, ich drück Dreieck, er reagiert nicht. Und durch. Nur wenn der Gegner am Ball ist. Egal, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ist irgendwie wir müssen jetzt gewinnen. Schade, aber gut schade. Gut gemacht. Nochmal schön gezaubert da vom Kasten, der alte HSV. Abseits. Ein Gegentor. Ach, ganz easy, wir haben jetzt noch Zeit genug, wir holen das jetzt auf. Wir müssen nur einmal kurz zum Abschluss kommen. Okay, start, super. Das ist natürlich total doof, aber... Nice.
Lauf. Super. Vielleicht nochmal Flanke? Ja, Flanke, ja. Flanken sind scheiße hier, wenn du. Zweite Ecke, oder? Du musst, glaube ich, einen richtig hohen Flankenwert haben, sonst kommen die alle richtig scheiße. Aber dieses L1-3, das ist der Ball, war gerade echt. Das ist die zweite Ecke, by the way? Ja, haben wir schon. Wenn man übrigens bei den Ecken mehr als 3 oder 4 Sekunden braucht, führt die automatisch aus. Okay, und vor. Ja? Was ist das für ein langsamer Pass? Start. Ah, schau. Ist das eine Ecke? Nee. Nee, es war echt leider. Okay. Schön. Nice. Vor. Oh. Schade. Immer hoch. Starkes Tag. Super. Da. Nochmal. Gut, aber. Aber schön mit Ruhe, das ist okay, das ist okay. Hoch vielleicht. Ja! Ja, aber irgendwie Kopf! Ja. Oh. Oh. Schade. Ich hab auch hinten. Starke Kirche. Ja, mal runter gehen fürs Team. Hat er super. Boah, das gibt's ja nicht. Also Defense, gegen Defense. Drei Leute. Einfach nochmal umruppen oder so. Sehr gut. Nice. Okay, okay, komm, sehr schön, sehr schön. Schön. Mach alleine, Nils. Oh. Ja. Nochmal unten, Finn. Um? Vor. Ja, sehr schön. Abseits? Oh, fuck. Niemals. Komm, jetzt 2 Tor. Ja, ja, doch, der war schon 10 Meter im Abseits. Nee, überhaupt nicht. Doch, doch. Stark. Super. Ja. Und vor. Hoch vielleicht? Oh, schade. Oh. War das wieder Hamburg? Nein, nee, Alter, lass mich in Ruhe. Das war jetzt Frankfurt. Ah, schade. War das wieder Hamburg? Aber die Frage fand ich gut. In die Mitte, außen, laufen vor. Hey. Ja, vor. Alles gut. Hey. Wir können doch alles raus von dem Spiel. 3 Minuten sind super viel Zeit. Alles entspannt. Boah, wie passt die denn? Boah, die stehen aber auch gut. Die stehen auch gut. Der Rafinha hat sich gut hingestellt. Geil, ich kann hier einfach sitzen und backseaten. Ich muss nicht liefern. Stark, 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 stark. Gutes. Schön. Sehr gut. Und jetzt gebe ich sehr gut gemacht. Oh. Ah, zu spät. Mann! War das wieder Oldenburg hier oder was? Oder? Das war jetzt Oldenburg. Ja. Nee, das war Altona. Hoch! Ans Abseits. Vor. Sehr gut. Oh. Und los. Ja. Und Abschluss. So, Ecke. Dritte Ecke. Ist das die dritte schon? Ja, das ist die dritte Ecke. Ja, das ist die dritte Ecke. Sehr gut. Geh mal in den Strafraum. Ich versuche mal wegen Kopfball. Im Rückraum. Gut. So. Ah. Ich glaube, wir müssen das bei einem Alleingang 2 auf 0 oder so, müssen wir das Kopfball-Ding kriegen. Abschluss. Erstmal jetzt auf Tor spielen, einfach erstmal auf Tor spielen. Ja, wenn wir jetzt in die Verlängerung kommen, dann können wir dann vielleicht sogar das Elfmeterschießen machen. Das wäre natürlich super. Wir brauchen 2 Tore jetzt. Was? Ach, come on. Niemals. Die machen das gut mit dem Set. Start, Upamecano. Nein, das lieber mit Geduld. Das Räume das öffnen. Scheiße, das. Sorry. Schön, schade. 0-3, kein Problem. Das können wir noch machen, obwohl wir nicht gewinnen. Noch haben wir nicht verloren, Leute. Es geht so schnell in diesem Modus. Ja, 1:30, 3 das Tore ist schwierig. Ist so. Nein, es ist nicht schwierig in diesem Modus. Guck mal jetzt das erste. Ja. Ich gucke. Ja. Stark. Oh, nicht einen Powerschuss hier machen. Ja. Flanke. Ich sehe das hier auf der Trainerbank. Guter Trainer, guter Coach. Danke. So. Ah, schade. Ja, und schon sind es nur noch 65 Sekunden. Ja, jetzt hätten wir natürlich einen machen müssen, aber es aber ist. Aber egal. Halt Kopfballtor ist noch drin. Ja. Boah, das ist stark verteidigt. Und vor, ja. Ja, Kopfballtor vielleicht? Oh, Leintor! Abseits! Abseits, schade. Ach, du Schande.
Haben wir, sehr gut. Mama. Vielleicht flanke jetzt. Jetzt mal nochmal einen hohen Ball, dass wir das vielleicht schaffen. Boah, Ball in die Mitte, alle stehen da. Ja. Hä, hey, kann ich nicht Flank auswählen? Ja, ich raff's nicht. Oh, fast. Alles gut. Alles warum gut. Hält die den Ball fest die ganze Zeit? Sie alles gut. Last second Tor und hier quasi Kopfball. Das könnte unser Fokus sein. Mehr schaffen wir nicht mehr. Oder die Pässe. Aber 30 Sekunden jetzt für die Pässe sind auch schon. Die Pässe schafft man immer. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ja. Andere ja. Werden gut. Letzte 10 Sekunden. Ja. Oder jetzt Kopfballtor. Ja, abseits. Ja, schade. Ja, letzten 10 Sekunden wären noch drin. Auch wenn die jetzt ein Tor machen, ist das noch drin. Wenn die jetzt ein Tor machen, wäre es sogar gut. Ja, genau. Jetzt können wir eigentlich für die 10 Sekunden gehen. Einfach irgendwie schauen, dass ihr euch kompakt nach vorne kriegt. Alle in die Mitte und die Außen nach vorne. Ja. Warum geht der Ball immer in die Mitte, ey? Ja, schade. Ja, nochmal schön auf die Beine, damit das nächste Spiel ausfällt. Finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, das war's. Ja, nicht so schlimm. Oh, ja, das Ding ist halt, auch wenn der Ball in der Luft ist, wird halt pünktlich abgepfiffen. Das ist leider schade. Ist nicht schlimm. Drei Ecken haben wir abgehakt. Drei Ecken haben wir gemacht. Das heißt, wir haben kein Spiel ohne Challenge abgeschlossen. Jetzt wollen wir natürlich wieder die Wins. Ja, das holen wir uns jetzt direkt weiter. Alle, zack, die Spieler sind ja eigentlich ganz cool, glaube ich. Zack, direkt raus. Ja, wobei, mir ist aufgefallen, ihr habt viele Verteidiger, vielleicht einen austauschen gegen einen Mittelfeldspieler, der auch mal flanken kann, das wäre vielleicht cool. Irgendwie so LM, RM, irgendwas mäßiges. Ja, also das mit den Flanken ist halt, wenn du, das ist krasser als bei dem regulären Spiel, wenn du mit der Flankentaste flankst, sind das immer so Bogenlampen. Das heißt, ist bei euch auch? Ah, ne, jetzt alles gut. Da kam gerade irgendeine komische Meldung. Also, das stimmt schon, was du sagst, Kalle. Also, man sollte, glaube ich, echt einen Spieler haben, der gute Flanken schlagen kann von den Werten her einfach, weil die sonst ja, das meinte ich scheiße nicht. Sind. Ja. Ja, aber die mit Alaba waren alle gut. Okay, aber Alaba war langsam. Ich nehme, glaube ich, mal diesen Rafinha. Ja. Einfach. Der kann auf jeden Fall flanken, der ist Längsfuß. Mhm. Ich könnte Coman nehmen für Speed. Also ich finde, ich weiß nicht, ob du jetzt so richtig Bock auf gut Isak hast, aber Guti fände ich fast schon gut her in der Situation. Mhm. Aber ja. Ich auch. Guti wäre oder einer halt wieder. Hast schon ausgewählt. Soll ich wieder einen Verteidiger nehmen oder? Ja, mach was du willst. Kannst einen Allrounder nehmen. Coman ist auch Allrounder. Cool. Okay. Dann nehme ich passt doch so. Nimm doch Energy dann Williams. Alle ready machen, wegen der Zeit. Das ist jedes Mal eine Minute. Was hatte ich denn drauf, nur für eine Bewertung, wenn Finn eine 6,2 hatte? Das ist schon bodenlos, Finn, muss sagen. Ja, ich hatte die zwei blauen Karten. Achso, schon bodenlos. Ja, so richtig guten Passspieler bräuchten wir, so einen Playmaker. Ja, deswegen die ZMs, die sind es halt eigentlich immer. Deswegen fand ich jetzt gut. So wie ich im echten Leben halt einfach. So einer, so ein Pirlo. Ich darf leider meinen Mbappé nicht spielen, das wäre natürlich schön. Das ist natürlich echt, ja mal schade. Vier Mbappés wären gut. Ja, alles mit gutem Trading. So, jetzt Tempo, damit wir den Ball kriegen. Wir müssen auch den Ball am Dings immer kriegen. Ah ja, stimmt. Ja, hab ist ich. Unser. Aber super, geil. Und jetzt treffen wir direkt satt. Kopfball. Ah, schade. War vielleicht nicht so gut, dass wir alle vor sind. Ja. Ich kann ihn nicht rausnehmen. Ich sag's nur. Ich drücke Dreiecks, tut sich nichts. Ich glaube, ich kann. Ja. Ich bin jetzt Kapitän. Aber ich kann den Torwart auch nicht moven. Ich kann moven. Flanke. Ah, okay. Oh, das ist ein Tor. Och, Gott. Ich dachte, der Torwart ist rausgekommen, wollte ihn überlupfen, aber steht da noch Verteidiger. Ja, du hättest auch Flanken für Kopfball machen können. Ja, hätte ich auch machen können, ja. Boah, es ist anlässlich. Ist das so? Jawohl, haben wir. Und jetzt vor, direkt. Wir sind unter. Ihr müsst, wenn ihr den Ball haben wollt, müsst ihr die Taste drücken, die der Torwart auswählen, passen soll. Ah, okay, dann. Was? Was? Hä, wer war im Abseits? Du brauchst doch niemand im Abseits. Das ist ja Quatsch. Das ist Video, wo ist der Videobeweis, wenn man immer. Das war nie im Leben Abseits. Scheiß Videobeweis. So. Ah, schön.
Wir brauchen das Kopfballtor. Lass mal auf Flanken gehen jetzt. Aber wir müssen auch dreimal am Stück gewinnen. Das ja, aber wenn wir ein Kopfballtor machen, schießen wir auch ein Tor. Also ja, aber das Kopfballtor ist schwierig. Ja, wir müssen es halt sollten jetzt keinen Alleingang verschwenden dafür, das stimmt schon. Ja, ich glaube, Win ist erstmal Prio, ne? Dass wir überhaupt gewinnen. Auf jeden Fall. Hier ist natürlich Kopfballtor eine Möglichkeit. Schade. Schade. Aber es ist doch nicht entweder oder. Genau, aber jetzt gezielt auf Kopfball zu gehen, ohne den Wind in der Tasche zu haben. Aber was heißt denn gezielt? Wenn wir eine Flanke spielen, ist es doch... Ja, das macht doch Sinn, um eine Torchance rauszuarbeiten. Ja, verstehe ich voll, aber die Tore sind in dem Modus richtig kacke zu zerspielen. Ja, aber deshalb ist es so, je früher wir es haben, desto wichtiger. Safe. Aber wir müssen 3 Wins in Folge haben und wir haben noch keinen. Das meine ich halt. Aber mach so, wie ihr denkt. Also, wenn die Situation doch, das raus... Macht schon Sinn. Ich würde auch... So, jetzt mal schnell nach vorne. Ja, haben wir. Und jetzt nochmal vielleicht... Ah, schade, war gut. Na ja. War gut gedacht. Das war jetzt wieder Hude. Und da ist das Linke. Lasst euch davon nicht runterziehen, Jungs. Weiter geht's. Nee, geht weiter. So. Reporter hier, ey. Der kriegt sich gleich mehr ein. Gott, was sind das für Pässe, ey? Habt da. Ja, trotzdem. Denk auch nochmal dran, wir brauchen auch noch ein Spiel ohne gelbe Karten und so. Und Finn, du fällst hier ein bisschen negativ auf. Das ist jetzt schon die dritte gelbe Karte in 2 Spielen. Ja. Bei der nächsten tauschen wir dich aus. Das mit Finn unnötig. Bisschen weniger Viereck, ne? Niki bannt mich. Ja. Bis weg. Fürs nächste Spiel mache ich Viereck und Kreistaste raus. Ich schieße auch nicht mehr. Oh, schade. Also, nee, Konzentration. Nicht schade. Das heißt, der, wo als erstes anfordert bei dem Torwart, kriegt den Ball, Finn. Nicht immer der Erste, aber meistens, ja. Okay. Verstanden. Ja. Oh, oh. Ja, jetzt gerettet. Oh, das ist blau. Was? Hey! Ja, ich war lächerlich. Das ist so frech. Schade. Oh, habt ihr noch, oder? Ja. Sehr gut. Ja, und schießt. Ah, schade. Ja, das ist natürlich Mist, ne? Das meine ich, die stehen dann nach vorne. 3-0. Stark. Super. Schön. Tackling. Ja, und jetzt laufen. Nils, laufen. Ja, R2. Kein Tempo. Kein Tempo. Du hast über 90 also Tempo mit dem Spieler. Also diesen Isat müssen wir austauschen. Ja, oder 85 oder so habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, aber wahrscheinlich ist das Endgeschwindigkeit und nicht Beschleunigung. Ja, dann Guti. Nächste Runde Guti. Trotzdem, wir schaffen das jetzt. Wir sollten nur nicht panisch werden, sondern ein bisschen Plan das machen. Ja, ein bisschen mehr Communication würde ich mich freuen im Team. Tschüss! Und abziehen! Da ist er doch! Schön. Und das sogar aus Oldenburg. Sag mal, wer spielt bei uns eigentlich hauptsächlich Verteidiger? Ja, egal, weiter. Ist doch uns egal. Mach die weg da, die Leute. Schön. Komm auf die Beine. Ihr habt eh schon eine gelbe bekommen. Dann könnt ihr auch mal Beine brechen. Super. Ihr macht da schön Druck, das finde ich super. Hey, jetzt können wir das Kopfballtor machen. Und, oh ja? Ja, oh, war sogar abseits. Ja. So. Also gewinnen müssen wir halt auch noch. Das ja, wir brauchen aber auch noch ein Elfmeterschießen. Ja, aber... Aber nicht in dem Spiel, die sind zu dritt. Jetzt! Alter. Das war mit 11-2, hat der Spieler das gehalten auf der Linie? Oh, nice. Wo bin ich? Oh! Oh! Der war gut. Schade. Der war gut. Weiter so, Nils. Du gefällst mir sehr gut hier in dieser Partie. Die sind wieder zu viert. Der Start 5 Platz ist dir auf jeden Fall gesichert.
Ja, jetzt Linie, Linie. Und wieder vor. Und jetzt lauf, Isak. Und schieß! Ja! Da ist das Ding, mein Junge! Weiter, weiter. Voll. Ah, schön. Okay. Eieieiei. Komm, Druck machen. Torwart raus, sehr gut. Seitenwechsel. Ja. Ach, je. Machen wir wieder. Oh. Unser Ball? Jawohl. Alter, wie lange brauchst du? Ja. Der war mit links, links haben wir schon. Haben wir alles schon. Oh, aber... Oh, oh, Torwart, komm schon. Ohne den Tor müssen wir auch noch machen, oder? Ja. Ja. Also ich habe mich jetzt hier mal kurz ein bisschen verbal rausgehalten, aber ich bin einfach nur stolz auf meine Jungs hier. Wirklich einfach toll, was sie hier abliefern. 10 Pässe brauchen wir noch. Ja. Könnten wir jetzt aber das war wirklich wir müssen jetzt die schweren Sachen angehen, weil die Zeit geht schneller um, als uns lieb ist. Die 3 Siege können wir eh nur passiv beeinflussen. Also, naja, nicht passiv, aber ihr wisst, was ich meine. 1. 2. 3. Mach doch mal so nehmen! Ja, wollte ich. Muss man da noch irgendwas drücken? Nach der Ecke können wir. Jetzt nochmal Kopf. Oh. Nee, geh mal in die Mitte. Geht mal alle in die Mitte. Du musst jetzt machen, sonst wird es automatisch outgeführt. Ja. Nochmal verlängern. Oh. Schade. Jetzt ein bisschen Defense. Wir denken nochmal dran. 10 Sekunden Tor brauchen wir auch noch. Also die letzten 10 Sekunden. Stark. Jetzt werden wir nochmal auf Kopfball gehen. Ja, Kopfball wäre noch drin. Ja, okay. Tor. Und Kopfball? Nein! Oh. Das ist halt Coman, ist halt kein Kopfball. Müssen wir vielleicht dann fürs Kopfballding extra Spieler nehmen? Oh. Ja, Isak ist eigentlich gut im Kopfballspiel. Kopfball! Kopfball! Hä? Ich kann er da nicht köpfen! Was war denn das? Erwarte ich mehr, Niki! Ja, ich auch. Ruhig. Jetzt Kopfball! Ja, nochmal auf Kopfball! Auf Isak, auf Isak! Kopfball, Kopfball! Yes! Nein! Nein! Oh, hör doch auf! Was war das? Ich kann nicht mehr! Abseits! Das ist so unfassbar! Nochmal, jetzt, nochmal, Kopfball, 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 Kopfball! Ja, Kopfball! Jetzt! Ah. Oh, Alter, der hat mir in die Fresse geschlagen! Oh, diese Chancen. Und das wäre gleichzeitig 10 Sekunden Tor gewesen. Das wäre 10 Sekunden, das wäre das 10 Sekunden Tor gewesen, ja, true. Oh, und dafür machen die das. Das wäre 2-1. Oh, egal. Hau den Ball lang. Eh zwei Spiele noch machen, das ist egal. Egal, wir haben einen Sieg, das ist okay. Und ich bleibe aber bei Isak, weil der ein gutes Kopfballspiel hat. Einfach, wir brauchen einen da vorne, den man hoch anspielen kann. Ja, aber du brauchst einfach nur einen Lang. Du brauchst nicht Isak, du brauchst einfach nur einen Lang. Ja, Isak ist lang. Ja, aber guck mal, physisch ist der halt nichts. Physisch ist der halt wirklich nichts. Aber ey, wenn du dich mit, wenn du dich jetzt mit ihm eingespielt hast, alles cool, dann behalt ihn. Ist auch in Ordnung. Also, ich glaube, das passt dann. Ja, ich habe generell als Team gerade sehr gut gespielt. Ich bin einfach schon stolz. Kritik raus irgendwie. Naja, man muss auch mal einfach kritisch hinterfragen. Ja, ja, klar. Ne? Wisst ihr noch, ob ihr am Anfang beim Anstoß den Ball bekommen habt in der Partie? Haben wir. Okay, gut. Ja. Das ist nämlich auch noch eine Challenge. Ja, dreimal, ne, oder? Ich glaube, zweimal haben wir schon. Wer ist der schnellste von uns? Coman, ne? Meiner hat 94 Pace gehabt. Ja, okay, da müssen Eddie und Finn. Aber es ist halt immer, es ist immer Zufall, ob der Ball von links oder von rechts reinkommt. Ja, aber ihr beide, dann, also weil damit wir jetzt nicht zu viert nach vorne laufen, dann lass Eddie auf jeden Fall Eddie und Finn. Ich nehme jetzt den hier, schau mal, der hier, Theo, der ist der beste, also mit der beste Verteidiger im Spiel. Ja, ja. Was hast du schon für Karten? Das ist ja einfach nur abartig. Ja, da ist die letzten Tage ein bisschen Zeit reingeflossen. Ist ja ein paar FC-Points oder was? Ja, das auch, ja. Gutes Training, so, sagt er. Denkt an die Zeit, Jungs, einmal ready abmachen. Jede Minute zählt. Wir wollen nicht wegen Menü nach am Ende verlieren. Ja, die Blicke gehen nach Frankfurt. Ja, ja. Coman war wieder weg. Den musste ich erst wiederholen. Na gut. Ich glaube, Niki ist der schnellste mit Abstand.
Ja. Es geht nicht nur um Schnelligkeit, ne? Also Physis ist, glaube ich, auch ein wichtiger Wert. Klar. Ja, ja, aber Ballgewinn am Anfang. True. Ja, wenn du das jetzt nochmal schaust, dann haben die Verbindung zu einer Person wurde unterbrochen, ja, stimmt ja, ja. Da? Ja, aber ich glaube, es war das Gegnerteam. Okay. Ja, ja, wenn einer im Gegnerteam quittet, ist raus. Bitte quitte. Jungs, das war jetzt schon mal nicht so schlecht, oder? Jungs, ich bin in die Lobby geschickt worden. Seid ihr im Teamaufbau? Ich glaube, nee, bei mir steht Gegner gefunden. Ja, auch. Bei mir auch. Ich wurde in die Lobby geschickt. Dann abbrechen oder raus. Das oder zählt aber nicht jetzt für die Zeit, ne? Ja, dann muss man mal hier stoppen auch mal. Ja, dann stopp ich mal. Ich kann auch gerade gar nichts machen. Ich auch nicht. Ich kann auch nichts machen. Bei mir jetzt, steht gar nichts. Ich kann nichts drücken. Ja, R2 bei mir auch nicht. Geht. R2 ja, geht. Sonst alte 400 Tacke dir, ne? Also Spiel beenden. Ja, wenn es nicht weitergeht, das Spiel neu starten, ja. Ja. Lieber jetzt neu starten. Wahrscheinlich kommt der neue Patch gerade. Ah, der Modus macht Bock. Ja, der ist mega nice. Der ist echt cool. Ist das statt Volta jetzt drin oder was? Oder gibt's Volta immer noch? Volta ist raus. Volta ist raus, genau. Aber finde ich auch gut. Also ich finde, der Rush-Modus ist tatsächlich. Also auch so für kurzen Zeitvertreib mega cool. Ich finde es auch sogar nice, weil du es mit Randoms eigentlich relativ gut spielen kannst. Ich finde schon, weil du kannst ja die Commands geben. Ja, aber da bräuchte es andere Commands als Schieß und Pass. Das Nee, ich glaube, das braucht gar nicht viel mehr. Also ich bin da tatsächlich guter Dinge. Lädst du alle wieder ein? Weil bevor du da irgendwie zuballerst mit so vielen Sachen, ist das nur wieder toxic. Wisst ihr, was und ich cool so wie es jetzt ist, finde ich eigentlich ganz gut. Was ich noch cool fand, weil ich finde den Modus nämlich auch mega. Jetzt überlegt mal, wie geil es wäre, wenn man jetzt noch sagen kann, ich will gegen ein anderes Vierer-Squad spielen. Mhm. Also es geht bei Pro-Clubs geht das ja. Also bei Ultimate Team weiß ich nicht, aber bei Pro-Clubs kannst du es ja machen. Bei Pro-Clubs geht das. Ja, ja, ich glaube, das ist halt so ein Ultimate-Team-Problem. Ja. Weil da spielst du ja generell nie gegen gezielte Leute wegen der Rating-Sachen und so. Also das halt cool. Bei der Clubs-Variante, das ist halt mega geil, da kannst du deinen eigenen Spieler machen, genau wie bei Pro-Clubs und auch einem Club beitreten und alles und dann genau diesen Modus spielen und das ist dann schon echt geil. Ja. Ich muss auch sagen, Pro-Clubs habe ich immer echt gerne gespielt. Also jetzt gerade vor ein paar Tagen hat mich auch wieder ein Kumpel gefragt, ey, wollen wir dieses Jahr ein bisschen in Pro-Clubs reinschwitzen? Das macht echt Spaß. Also ist mega bester cool. Bester Modus. Ja. Wir wollten ja mal gegen euch kicken, Kalle. Wir haben super viel Pro-Clubs immer gespielt. Mhm. Und wir haben euch ja mal so rausgefordert mit so ein paar Sticheleien. Die sind wahrscheinlich nie bei euch angekommen. Wahrscheinlich nicht. Also das höre ich gerade zum ersten Mal leider. Ja. Wir wollten immer mal mit gegen euch spielen. Okay, ich glaube, wir können die Zeit wieder anmachen, oder? Aber kann man ja noch machen jetzt. Ja, eben. Also voll gerne, oder? Wer macht denn die Zeit? Ich mache die Zeit. Erst wenn ihr wieder in Game seid. Egal, jetzt habe ich ausgewählt. Ist egal. Weil immerhin geht es ja hier um Preise für die Community. Ja, eben. Ach echt, was für Preise? Stimmt, haben wir noch gar nicht erwähnt. Dicky, bestätigen. Ja. Sorry, ich habe die Schere alt. Ja, ups. Was? Also man kann, es gibt glaube ich insgesamt 5 Teams, die genau das gleiche machen, was wir heute machen. Mhm. Und das Team, was gewinnt tatsächlich Bundesliga-Tickets der Wahl der Person, die, also es werden dann Bundesliga-Tickets an Zuschauer und Zuschauerinnen verlost, je nachdem, welches Spiel sie dann halt besuchen wollen oder welchen Club sie dann halt sehen wollen. Und es gibt auch noch ein Trikot obendrauf von dem Lieblingsclub. Das ist eigentlich ganz nice. Mhm. Das ist also ich würde mich da übelst drüber freuen. Volksparkstadion, ja. Ich war da ja schon ein paar Mal im Gästeblog. Wahrscheinlich lange her, ne? Ist tatsächlich lange her, ja. Also als Bremen in der zweiten war, habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Und halt davor dann. Ich glaube, beim Denk ans Anschluss jetzt, Eddie. Wir gehen und Finn, an unterschiedliche Seiten. Gib ihm. Ah, scheiße. Ah, schade. Der Runde war AFK. Niki. Niki? Gott! Mein Stream ist abgebrochen. Oh. Warte mal. Krach. Oh nein. An allen Ecken und Enden. Ja, gut, ich stehe jetzt aber einfach. Machen wir mal. Ja, warte mal, gib mir mal kurz.
Wir geben dir gib mir mal kurz, das Spiel läuft. Ich krieg das irgendwie mal wegen hinten. Scheiße, es tut mir leid. Mach mal die 10 Pässe, lass mal die. Na. Sorry. Ja, oder so. Das geht auch. Lange Bälle. Hey, bei denen, guck mal, bei denen ist einer AFK. Der rennt die ganze Zeit ins Aus, der hat einen Controller eingeklemmt. Stimmt. Ja, dann kann Niki eigentlich auch AFK gehen, dann haben wir es bisher. Ich warte mal, ich stell mich mal kurz da ins Eck. Dann lass uns jetzt die 10 Pässe machen, oder? Oder schieß ein Tor. Ja. Schieß ein Tor einfach. Was eine Scheiße. So heiß, spiel hoch. Oh. Ah, ich hab sie gedrückt. Da muss er ein bisschen schneller schreiben. Nochmal, Viereck. Schön. Oh, das hätte Kopf voll werden können. Ja, der ist einfach, hast du den wieder auf wie einen Stahlball einfach runtergefallen. Das ist Isaac auch ein bisschen zu groß. Ah, schade. Aber gut, hey, ein Tor gemacht. Ja, wir haben ja ein Tor geschossen, so schade ist es nicht. Aber wir sollten das mit den Pässen nutzen jetzt, finde ich auch. Wo die zu dritt sind nur. Und ich habe noch kein Foul gespielt, wir haben noch kein Foul. Perfekt, lass uns mal jetzt schöne Dreiecke machen. Vor allem, dass du sagst, ich. Ja, ich hab schon Bock, dass ich hier nebenbei stehe. Ich kann keinen Bock. Dann Niki, mach entspannt, aber stell dich nicht so ins Abseits, nicht das Abseits aufheben. Komm, weiter, 3, 4, 5. Nach unten helfen. Jetzt oben. 6, 7. Zurück. 8, 9. Und? 10. Schön. Abgeschlossen, okay, sehr gut. Jetzt schießt mir ein Kopfballtor. Wo ist denn die? Egal, ich mach ihn so selber rein. Oh. Egal, wir haben immerhin die 10 Pässe. Ja, 10 Pässe haben wir. Und noch kein Foul. Noch. Aber das Spiel geht 5 Minuten. Das ist halt echt. Die Gegner auch. Die sind oh, auch scheiße, drin. Digga. Niki, oh, was ein Torwart. Piss. Kack. Aber Captain ist bei mir Finn. Also ja, aber ich kann den Torwart nicht steuern. Ich war letzte Runde schon Captain, aber Niki konnte steuern irgendwie. Brauchen wir nur noch das Kopfballtor und die Siege? Und nein, wir wollen nur einiges. Okay. Nein, Niki, du hast den Ball. Oh, nee, come on. Ich bin jetzt wieder da. Ich bin wieder online. Geil. Dann spiel auch. So. Ja, ich bin wieder da. Raus, vor. Spiel. Ich bin gar nicht da oben. So. Niki, falls du es nicht mitbekommen hast, wir haben 10 Pässe gespielt. Ihr seid die allerbesten. Sehr gut, jetzt können wir noch auf Kopfballtor gehen. So nicht, der landet am Frankfurter Hauptbahnhof. Das Allerwichtigste ist doch, dass wir gewinnen, oder? Ja. Sonst fangen wir wieder von neu an. Und kein Foul. Okay. Ja, also einer muss anspielbar sein, auf jeden Fall. Ja! Kopfball? Tor, mal ein Tor! Okay, gut. Oh Gott. Aber da hätte sie ihn hochspielen können. Das hätte Kopfballtor geben können. Ihr habt eben gesagt, ihr wollt auf Sieg gehen. Ja. Dann mache ich jetzt das Siegtor. Erst diskutiert ihr die ganze Zeit mit mir, dass das Siegen wichtiger ist als der Kopfball. Jetzt mache ich das, wenn wir zurückliegen. Und jetzt labert ihr mich voll, dass ich den Kopfball machen soll. Ihr spinnt doch. Komm einfach mal wieder aufs Spielfeld. Du brauchst nicht beleidigt aus dem Spiel laufen. Das ist auch mal Punkt 1. Und zweitens, du kannst auch mal den Internet Explorer langsam ausmachen, weil wir reden doch schon die ganze Zeit, dass wir das Kopfballtor machen wollen. Ey, Kalle? Mein normaler Lichtton. Doch mal Flanke. Ich kann jetzt nicht meinen PC ausmachen. Ah, schade. Oh, schönes Tackling. Ja. Vorne. Seitenwechsel. Okay. Niki! Bin da. Oh, nee, Leute. Oh. Ja, so schnell ist er aber dann doch nicht. Das ist doch Quatsch. Lass doch über die Mitte aufbauen. Da muss der Trainer auch mal schimpfen bei sowas. Ja, ich wollte mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten, weil ich dachte, du bist jetzt auch ein bisschen sauer. Ja, du sollst doch nicht auf mich schimpfen, sondern auf die anderen. Ach so, ja, ihr seid alle kacke. So. Ja. Unser Ball. Oh, vorne. Ja. Super Ball. Flanke. So. Also ihr braucht auf jeden Fall noch mindestens ein Tor. Wir können immer noch auf Elfmeterschießen gehen. Jetzt für Kopfball vielleicht. Jetzt fehlt. Hamburg, hört ihr mich? Er macht's nicht. Flanke ist auf Viereck. Ja. Ich wollte nochmal in Erinnerung rufen. Wir spielen gegen 3 übrigens. Ja, das ist nicht das Thema.
Doch, weil wir so leicht nicht mehr die Chance haben, gegen 3 zu spielen. Coach. Ja, aber ihr müsst mal ein Team werden langsam. Also das ist jetzt die 5. Partie, ihr müsst jetzt mal langsam hier gemeinsam und so. Ja, man muss halt flanken, wenn man einen Kopfball jetzt will. Jetzt muss man mal flanken und nicht auf Blau. Blau darf nichts machen. Sehr gut. Ja, schieß einfach, scheiß drauf. Das war zu spät. Ja, man muss auch mal ein bisschen adaptieren, nicht auf Krampf. Sehr gut. Also wichtig ist, hört mir bitte zu, wichtig ist, dass wir machen Tore vorne. Egal wie. Und wenn wir mit Kopf machen, machen wir mit Kopf. Wie eine Flasche voll. Der regt mich so auf. Das ist, wenn die AFK mit der den Einwurf hat. Das will ich AFK. Aber oh, die Gott. Zeit wird gestoppt. Ja, ja. Aber nichts für unsere Challenge. Aber wir haben auch wieder AFK. Was ist los, Nick? Nils, was machst du da alleine vorne? Was versuchst du da? Man steht vorne, damit man den langen Ball kriegt, wenn wir nicht in der AFK spielen. Du musst auch mal nach hinten arbeiten, Junge. Alter, ohne Scheiß, ich mute euch gleich. Ihr seid ja so eine nervigen Leute. Wenn ich jedes kommentieren würde, was scheiße ist von euch, wäre ich auch nur umreden. Ist Fußball, hast du mal Fußball geguckt? Ohne Scheiß, ey, das ist... Gegentor. Unglaublich, ey. Okay, warte, wir müssen fokussieren, was jetzt noch realistisch ist. Wir können noch gewinnen. Scheiß auf das Kopfballtor, wir haben 10 Pässe und wir haben noch kein Foul gespielt. So, das ist eine Ansage. Schön! Oh. So, und dann macht er auch mal das Ding. Soll ich euch mal eine Story erzählen? Ein Mod von mir hat mir gerade wirklich erzählen wollen. Man hört mich doppelt, nachdem ich den Stream wieder starten musste. Und jetzt hatte er den Stream zweimal offen. Nuno. Ja. Der war ja klar, der Trottel. Und deswegen warst du AFK und wir haben das Tor kassiert, oder was? Genau. Der hat mich geflamed, dass ich in dem einen Spiel 2 blaue Karten hatte und macht den Stream doppelt auf. Okay, jetzt bin ich wieder zu 100% zu euren Diensten. So. Spiel und dann Flanke und dann... Schuss. Alles gut. Reißt euch jetzt zusammen, Jungs. Spielt zusammen. Pusht jetzt euch. Jetzt vielleicht mal Flanke hier auf so, Achtung, Flanke kommt schneller. Schneller, muss kommen, Flanke muss jetzt kommen. Ja! Ich spiele die perfekte Flanke, Nils. Endlich! Kopfballtor! So, ich renn von euch weg, ich will nichts mit euch zu tun haben. Nils, jetzt hör auf damit! Mit Köpfchen! Schön. Das habt ihr gemeinsam gut gemacht. So, jetzt ist... Okay. Jetzt zählt's. Ich würde sagen, alles mit der Ruhe. Ich würd sagen, so gewinnen, bevor wir in die Verlängerung gehen, weil da können wir sonst im Elferschießen auch verkacken und machen die Winstreak kaputt. Kopfballtor habt ihr? Denkt dran, einfach nur gewinnen. Sehr gut. Wir haben noch 10 Sekunden vor Schluss das Ding, ne? Genau, das brauchen wir auch noch. Habt ihr schon mal reingefault? Nein, wir haben noch nicht reingefault. Bist du dir sicher? Was heißt reingefault? Ja, ich bin mir sicher. Wir haben noch kein Foul gespielt. Wir haben noch kein Foul in diesem Spiel jetzt. Wir haben noch kein einziges Foul getätigt. Ich drücke extra, ich mache keine Zweikämpfe. Weil wenn wir das schaffen, kriegen wir nochmal 2 Challenges drauf. Geil. Können wir noch irgendwas machen? Nee, wir brauchen nichts mehr. Ich schieße einfach ein Tor. Sehr gut. Ich finde, es sieht jetzt immer besser aus. Es läuft immer flüssiger bei uns. Ja. Das 10-Sekunden-Tor, da würde ich mich auch sehr freuen. Da gibt's dann auch ein Bier auf mich, auf meinen Nacken, in der Kabine. Scheißdrecksball. Kein Foul. Ja, bitte nicht mehr faulen. Ganz wichtig, nicht mehr faulen. Ich hab's gehört! Was machst du? Nicht mehr faulen! Über! Was ist das für ein Scheißkack-Zeitspiel? Nach vorn! Wir führen noch, was willst du denn? Ein 10-Sekunden-Tor! Also letzten 10 Sekunden. Ja, sowas müssen wir machen in den letzten 10 Sekunden. Hinten die locken und dann Ball vorhauen. Und nicht faulen, bitte nicht faulen. Alter, wenn du es noch einmal sagst, grätsch ich den Nächsten in die Fresse. Jetzt führen wir ja auch. Ich kann gar nichts. Wir müssen gar keinen Zweikampf annehmen. Sollen sie halt ein Tor schießen. Lila steht vorne. Linie, Niki. Ja. Hier, Mitte. Noch 35, will nur sagen. Jo. Ja, so langsam können wir das 10-Sekunden-Tor vorbereiten. Mhm. Jede macht das gleiche, was du gerade gemacht hast, nochmal. Schön mit dem Ball nach hinten laufen, auf Lock. Auf entspannt. Ja, also, ja. Rein, Schild vielleicht? Ja, weiß ich nicht. Jetzt Ballgewinn wäre super. Sehr gut. Oh, auf Nils hoch!
Sehr gut. Ja. 10 Sekunden ab jetzt. Jetzt ein Tor. Komm. Tor. Okay. Ja. Da ist es. Sehr gut. Jetzt einfach wegbleiben vom jetzt Mann. Jetzt einfach alle nach hinten rennen. Das wird kein jetzt einen um, ey. Scheißegal. Das war richtig ich stark gemacht. Jetzt weg. Ich baller so richtig rein in den. Nein, das machst du nicht. Er macht mir jetzt Platt an. Oh ja, sehr gut. Wir haben jetzt Einwurf. Werf einfach nach hinten zu uns. Dann haben wir's. Nein, mach ich nicht. Ja. Ja, aber ich krieg gerade mal. Okay, jetzt noch ein Sieg. Dann haben wir 3 in Folge, oder? Ja, ja. Versuchen wir mal beim Anschluss den Ball zu. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Niki hat die Gruppe verlassen. Ja, ich krieg hier durch. Warum schließt sich jetzt das Spiel? Elfmeterschießen wird dann auch noch. Wie schaffen wir das eigentlich? Unentschieden spielen. Und dann kommt Golden Goal. 1:30 oder 2 Minuten. Das heißt, ja, wir führen so, als und dann machen wir das einfach aus dem Handgelenk. Wir können einfach führen und dann ein Eigentor machen. Ist so easy. Mhm. Ja, aber jetzt würde ich einfach das Spiel gewinnen. Dann haben wir 3 in Folge. Ja, klar. Kein Risiko mit Elfmeterschießen. Aber wir haben nicht natürlich so viel Zeit. Ne? Also wir sollten das jetzt in 2 Spielen schaffen. Also ein Spiel noch gewinnen. Jetzt gewinnen und dann auf Golden Goal gehen. Ja. Aber reicht das oder müssen wir... Und wir müssen noch einmal den Anstoß gewinnen. Ja, ich glaube, wir müssen noch einmal. Kannst du uns noch mal neu einladen, Nick? Ja. Warte, ich kann noch ihn einladen. Tut mir leid, ich spiele also ja. Dann jetzt die Lobby. Das würde bei mir so gerade als Niederlage gewertet. Naja. Ja, aber bei uns aber nicht. Ja, wir haben ja das Ergebnis gesehen. Das zählt ja jetzt für die Challenge. Ja, das ist gut. So, jetzt lade ich euch wieder ein. Ich bin stolz auf euch. Das waren 2 Top-Spiele. Beim Nils da vorne mit dem Isaac, wo, ich hab dir die ganze Zeit gesagt, das ist dein Mann. Ja. Finde ich super. Jetzt kann ich endlich wieder faul spielen. Ja, stimmt. Ja, Finn, eigentlich war das bisher deine beste Partie, weil du nicht gefault hast. Behalte den Spirit mal so ein bisschen bei. Weil brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Sieg. Ja, aber wir hatten auch Glück, dass die nur zu dritt waren. Das ist jetzt wirklich. Warum bringst du das jetzt hier mit in die Kabine, Finn? Wir waren ja nur zu zweit. Deswegen zerstört den ganzen Teamspirit. Du zerstörst gerade den kompletten Teamspirit. Wir haben so viel aufgebaut gerade. So, Eddie fehlt noch. Eddie hat keine Anfrage. Drück mal R2 und dann auf Gruppe. Siehst du da vielleicht was? Soll ich nochmal den Timer stoppen? Mhm. Stopp nochmal den Timer. Beitritt nicht möglich, versuch's nochmal. Hast du eine Einladung bekommen? Nope. Ach, du hast mich eingeladen. Moneyscoop hat mich eingeladen. Ja, vorhin noch, als die Lobby noch offen war. Vor einer Minute. Nee. Doch, steht da aber. Hab ich aber nicht. Dann. Da war noch die Lobby. Ist ja auch scheißegal, lad mich jetzt ein. Ja, aber es geht ja nicht, weil du. Jetzt, guck mal, jetzt geht's. Weil jetzt kann ich dich einladen, weil ich. Ja, jetzt geht's, jetzt hab ich was. Abgelehnt hab. Das ist Kalles Schuld schon wieder hier. So, jetzt. Was kann ich denn dafür? Alles! Du bist der Coach, du hast die Verantwortung für diese Mannschaft. Weil ihr eure Schuhe nicht schnüren könnt, das kann ich doch nichts dafür. Ihr müsst die PS auf die Straße kriegen. Also die PS5 muss die PS auf die Straße kriegen. So. Spieler auswählen, auf den Platz bringen. Und bestätigen, dann sparen wir 1,5 Minuten. Ihr seid ein eingespieltes Team, das freut mich. Ihr benutzt das läuft gut. Ja. So. Wir brauchen noch den Sieg, wir brauchen noch das Elfmeterschießen gewinnen. Was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch eins ohne Gegentreffer. Wir müssen noch einen Anstoß gewinnen. Genau. Einen Anstoß noch, boah, okay. Genau. Also 4 Challenges fehlen uns noch. 4 Stück. Ich sag nochmal alles. Gewinnt insgesamt 3-mal den Ball beim Anstoß der Partie, also wenn ihr ihn jetzt bekommt, dann haben wir sogar den 3., meine ich. Dann ein Spiel ohne Gegentreffer, ein Sieg brauchen wir in diesem Spiel. Damit wir 3 Spiele hintereinander gewonnen haben und ein Elfmeterschießen gewinnen. Dann lass uns jetzt versuchen, zu 0 zu spielen, auch direkt. Genau, wenn's irgendwie geht. Das andere können wir mit Elferschießen ja kaum kombinieren, sonst müssen wir nur 0 spielen. Ja, ich würde jetzt gar nicht in diesem Spiel auf Elfmeterschießen gehen, tatsächlich. Weil nein, jetzt gewinnen wir. Aber 1-0 gewinnen wir geil. Jetzt erstmal den Ball gewinnen erstmal. Ja.
Ja, Ball holen. Okay. Schade. Alles gut. Das gehen wir alles noch hin. Gut. Ja, Nils ist warm, das merkt man. What can they do with this one? Cross played early. Schön. Oh, ein Traum. Jetzt ist abseits, pass auf. Ey, läuft alle abseits, Leute. Ich schieße. Ja, ich schieße ein Tor, aber wenn es bringt nichts, wenn zwei Leute vor mir sind. Aber wenn ich dich überhole, kannst du mir doch einfach einen Lauf spielen. Ja, wenn der Passweg gut funktioniert, aber man kann ja auch ein bisschen abbremsen, ne? Wir haben ja keine Not. Aus vollem Lauf soll ich abbremsen, weil du nicht passen willst. Okay, gute Idee. Aber wenn es umgekehrt ist, dann pass. Es steht 1-0 für uns. Ruhe jetzt im Puff. Ja, nervt einfach, ey. Wenn man mal 10% an die eigenen Vorgaben hält. Schön. Ja, genau. Ja, sehr gut, Etienne. Das macht er super. Toll. Ah, und nochmal. Ah, schade. Ja. Alles gut. Schade. Aber gut. Sieg ist noch drin. Elfmeterschießen noch drin. Spielt einfach auf Sieg. Ganz entspannt. Ey! Ach, Scheiße. Ach, Torwart. Guter Ball. Flanke. Ja. Oh, okay, das ist 3 gegen 0. This is beautiful. Look at the stadium. It's just going crazy. The stands are shaking. Oh, it's die Stimmung, man. It's a well-worked ball. That's right. Ball in the attack in third. They have to. Oh, schade. Schön. Bleib mal da hinten, mal bei dem Neymar. An offside position. A free kick puts the ball back in play. Well, let's not say they were elegant with that kick, but it was effective. They're exposed to the back, the counter's on. Ah, schade. The play goes the other way now. Ich geh drauf. Ja. Jeder Schuss ein Pressschuss. Kleiner Tipp zum Verteidigen, wenn ihr R2 gedrückt haltet, dann stellt ihr euch so vor den Gegner, dann rennt ihr nicht so an dem vorbei. Ihr seid beide gerade oben da so übelst an dem vorbeigezischt. Ihr könnt euch den zustellen mit L2. Jetzt schön! Schade. Vorwärts, hab ich. Ah, ja. Oh, schade. Okay, jetzt vielleicht. Sehr gut. Bringen sie. Oh, nochmal. Jawohl. Sehr gut. Und weiter. Also alles drin in der Partie. Ah, zwei Tore sind gar nichts hier. Ja. Ganz kurz, von dem Timer müssen wir gleich am Ende 2 Minuten abziehen. Ich habe leider ein bisschen zu spät den Timer wieder angestellt. Das ist mein Fail gewesen. Nur damit ihr das mal gehört habt. Stark. Oh. Alles gut, ihr habt den Ball. Hoch. Abseits. Aber wir können das auf jeden Fall noch schaffen. Ja, ja, das 2 Tore, klar. Das ist völlig lächerlich. Kein Problem. Weiter. Ja. Lauf vor. Ja, gut. Schluss. Ja.
Ja. In Rückraum. Oh, that corner can be dangerous. Getting a hold of it in mid-flight was the keeper. And wait, we could have something here. Super verteidigt. Ja, vorne. Ihr habt das Game, ihr habt das Game. Ihr macht es sehr gut. Aha. Ja. Sehr stark. Schön. Schön. Ja, guck mal rechts, Niki. Ja. Schön. Das war so geil gespielt, Jungs. Schön da hinten am Ball geblieben, festgenagelt. Und dann das Ding da vorne reingesemmt. Mit dem Isaac. Nein. Der wird auch was für den großen HSV, oder nicht? Ja. Sehe ich auch so. Wir sind dran. Ich hab gehört, der wechselt zu St. Pauli. Isaac Pauli. What can they do with this one? Now on to a defender. This could turn into something interesting. Wir sind zu dritt auf einem Klumpen. Ein Abseits, gell? Oh. Wir sind gerade so dran, das Ding zu drehen. Oh, ich glaube, blau gehen in den Rückraum. Oh, das ist klein, der ist so klein. Oh. Ecken. Da. Alter, was? Alles gut, war einfach nur ein Schuss. Wir holen noch zwei Dinge, alles gut. Super, super. Ja. Na, schade. Das ist anders. Aber unser. Schade. Ah. Ja, die stellen ihn immer schon richtig. Oh, stark ausgeholt. Schön, habt ihr. Sehr geil. Und vor? Ja, Mann. Und lauf, Nils. Schuss. Ja. Geiler Typ. Super. Isaac. Ich sag nie wieder was gegen ihn. Er ist der Allerbeste. Nein, das ist alles Nils. Der Spieler ist kacke. Das ist einfach nur Nils. Nein, der Isaac ist schon im Bar auf jeden Fall. Na gut. Vielleicht ein bisschen. Aber ich... Ja, stark. Was auch immer das war, ist da stark. Für Viereck. Hoch, herunter. Entschuldigung. Hier, bitte. Unten bin? Jetzt bin ich hier. No, plant. Komm. Was war das denn? Wegfahren. So ein Isaac los. Guck mal vor. Geil. That's a beautiful pass coming in. Oh. Oh. The attack now and we have a corner to defend. Ah, Niki. Ja. Los. Oh, das gibt's jetzt nochmal. Oh. Saved in the end. Unable to keep possession, throw into come. Ach. Das war's. Good movement here as they look to pick out a teammate. Could be dangerous, right? Ja, was ist das für ein Schnicker, ey? And that'll put an end to that attack. And they score from here now. Hm. Playing football with their hands. Voilà. Irgendwer ist aus dem Discord raus. Oh, wow, wow, das tut weh. Scheiße. Ja, jetzt müssen wir quasi wieder drei Siege machen.
Ja. Wie viel ist denn die Gesamtzeit? Also erstmal möchte ich sagen, Nils, alles, was du auf deinem Bildschirm zeigst, da gerade sehe ich. Okay. Und zweitens, wir haben minus 2 Minuten, also wir haben jetzt noch mal genau 1 Stunde Zeit. Nee, aber um den Rekord zu schaffen, meine ich. Das weiß ich nicht, ich weiß nicht, was der Rekord aktuell ist, to be honest. 1 Stunde 28 Sekunden. Ja. Und wie viel haben wir? Ja, dann schaffen wir es nicht mehr, dann sind wir schon raus. Weil wir sind jetzt schon bei über 1 Stunde. Wir sind schon bei über 1 Stunde. Tatsächlich. Hm. Aber ich würde sagen, also, warte, wir haben dann die ersten 3 Games gewonnen und das vierte direkt. Also, 3 Games gewonnen wahrscheinlich und in denen auch noch das Elferschießen geholt. Wir machen trotzdem weiter, oder? Wollt ihr jetzt aufhören? Ein bisschen Ehrgeiz, es geht auch noch um Platzierung, ne? Also. Ich wollte schon sagen, es wird gerade so, als seid ihr. Ja, ist halt scheiße, dass wir es nicht mehr schaffen können. Das nervt. Ja, gut. Wir hätten jetzt tatsächlich in der Partie alle 4 Challenges schaffen müssen, um es zu schaffen. Tatsächlich. Ich dachte, wir hätten 1 Stunde 28 Minuten. Mm-mm. Das dachte ich. Dachte ich auch. Mm-mm. 1 Stunde 28 Minuten. 9 Sekunden leider. Also so 1 Stunde und 28 Sekunden. So wurde es mir übermittelt, ja. Ich schau noch mal in meinem Brief. Da will ich ja mal das Video drin sehen, auf jeden Fall. Nee, das steht da nicht drin. Dann lass uns doch mal jetzt einfach weitermachen und bestmöglich versuchen, das jetzt zum Ende zu bringen. Ja. Also ich fände es sonst schön, wenn wir die 3 Siege am Stück schaffen. Ja. Ja, geht noch mal für die 3 Siege. Das wäre, glaube ich, noch mal cool für alle. Dann haben wir wenigstens das noch geschafft. Ich meine, wir können trotzdem noch versuchen, das hier durchzuziehen. Das ist eigentlich alles auch theoretisch in einer Partie machbar. Wir müssen jetzt einfach alle Teams geschafft, ne? Also ich wäre schon gern bei den Teams, die es schaffen. Eben. Erstmal das und zweitens, ihr müsst jetzt eigentlich nicht mehr so viel machen. Ihr müsst nur 3-mal in Folge gewinnen. Ein Elfmeterschießen brauchen wir. Und zu 0-Sieg wäre cool unter den ersten, also nächsten 3 Spielen, wenn ihr es irgendwie hinkriegt. Ist natürlich aus meiner Position jetzt immer leicht zu sagen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich glaube halt, weil ich ja gesehen habe, safe mit 2 Verteidigern spielen und 2 Stürmern, damit wir hinten gar nichts zulassen. Mhm. Wo steht denn jetzt, also nochmal, wo stand denn jetzt, was die Bestzeit ist? Weil mir. Das hat mir Lauren vorhin geschrieben. Mhm. Also vor 2 Stunden, das wird schon stimmen. Na gut. Aber ich hatte tatsächlich auch im Ohr, dass es Minuten gewesen wären, aber anyways, dann machen wir es jetzt einfach so. Ja, wir können ja, also ich meine, ich will jetzt hier. So, wir versuchen einfach die beste Zeit rauszuholen. Wir müssen den Ball gewinnen einmal. Nee, also 1 Stunde 28 Sekunden hat er extra Sekunden ausgeschrieben. Das wird stimmen. Okay. Na gut. Dann haben wir 2 Sieger. Und spielen zu 0. Haben wir eigentlich gerade den Anschluss gewonnen, weil dann haben wir nee, das nicht. Nee. Das ist auch random, oder? Nö. Ja, ein schon. Der Ball kommt immer in der Mitte. Eigentlich die in der Mitte stehen, müssen zum Ball rennen, glaube ich. Ja, also vorrennen. Weil ich bin vorhin mit Theo, der gefühlt der schnellste Spieler im ganzen Spiel ist, komplett durchgepaced und nicht gereicht. Oh Gott, diese Pässe von Coman, ey. Ja gut, das ist auch Antritt immer eine Sache, ne? Also Pace ist nicht alles. Das stimmt auch wieder. Oh, der Tor. Hey, könnt ihr zu 0 spielen. Ja, erstmal gewinnen und zwar zum 0, finde ich gut. Mit Maxi Mittelstädt wird das jetzt. Sauber. Schön. Niki, du bist wieder Torwart, oder? Ja, aber da kann ich leider gar nichts machen. Ja. Okay, zu 0 ist schon mal raus. Aber es ist auch bockschwer, bei dem Spiel zu 0 zu spielen. Deshalb würde ich gerne mal das Video von den anderen sehen, wie die das geschafft haben. Gibt es da Beweise? That's a bad place to give up the ball. Schön.
gleich hält. Ne? They just repossessed that ball like they owed money. Ja, ja, da! So was ist eigentlich. Ja. Sauber. Ach. Kollege, den Mützi habe ich gestern nach dem Spiel noch gesehen. Hat leider ein bisschen wenig Pace. Alles so ein bisschen Alwana. Passt eigentlich. Für den Modus ist eigentlich dieser. Hier. Da, die packt da die Grätsche aus. Dieser Garcia SBC von Leverkusen, glaube ich, krass. Ja, das stimmt, ja, genau. Der ist auch in Real Life echt gut. Right there, where things happen. It's a corner kick here. They need it. They're ready ahead. Denn wen spielt in Frankfurt diese Woche? Bayern. Also erstmal morgen Beşiktaş und dann Bayern am Sonntag. Ja. Ist der hin ins Stadion, den Beşiktaş? Nee, ich wohne ja in Hamburg leider. Und ah, scheiße. Nicht so leicht. Ja, schon ein geiles Spiel. Gute Stimmung. Oh, scheiße. Was ist damit Führig los bei Stuttgart? Warum spielt er nicht? Leistungseinbruch. Ja. Leistungseinbruch in der Leiste. Nein, das kann man so auch Leistung. Nicht sagen. Also, nein, aber er hat letztes Mal so gut gespielt, ja. Aber zum Beispiel gestern so, man hat ihm so leider ein bisschen angemerkt, dass er ein bisschen verunsichert ist. So. Ich weiß, nicht so diese Überzeugung in den Aktionen wie letztes Jahr. Merkt man gerade. Ein bisschen weniger Selbstbewusstsein als letztes Jahr. Also ein Schuss, letztes Jahr hätte der auch mal von außerhalb vom 16er einfach draufgehauen und hätte den vielleicht auch reingemacht. Das hat er sich gestern nicht getraut. Doch, er hatte ja einen Schuss, der ist das dann, ich glaube, der war so ganz leicht vielleicht noch abgefälscht mit dem Kopf vom Gegner. Das war so dieser Robben-Move, wo er letztes Jahr ja in die Mitte ziehen, dann auf rechts legen. Aber ist halt gerade irgendwie schwierig. Ich muss sagen, ich glaube, ich hätte niemals gedacht, dass ich mein Leben mal sagen oder sehen würde, dass Jens Day bei Werder Bremen einen Hattrick macht. Also das, muss ich sagen, hat mich richtig, das ist eigentlich ein unmögliches Ding. Ja, das war wild. Das ganze Spiel war aber surreal. Die rote Karte hat einfach das komplette Spiel auseinandergenommen für Hoffenheim. Ja, ja, man muss auch mal als Bremer Glück haben. Ja, war dann ja auch verdient. Heute Morgen hat Werder Bremen einfach ein Bild von Messi gepostet, der ein Trikot hochhält und das einfach das Trikot von Stay dann braucht. Ach, das war's der vor der Realkurve. Ja, ja, genau, genau, genau. Schönes Tor, Nils. Bin stolz. Mhm. Bei euch ist jetzt so ein bisschen die Motivation raus, ne? Weil wir nicht mehr die Challenge gewinnen können, ne? Nee, ich hab den Ehrgeiz, ich will nicht Letzter, aber ich will die Challenge schaffen. Okay, gut. Ich hatte so gerade in den letzten Minuten ein bisschen den Eindruck, dass ihr nicht mehr so... Nö, ich würde aber gern noch das schaffen, ehrlich gesagt. Ich auch. Aufgeben ist nicht. Sind wir da alle wieder vorne? Dun, dun, dun. Alter, was macht der Torwart, was geht ins Kopfballduell. Eieiei. Mann! Mann! Niki wirft gleich den Controller aus dem Fenster. Oh, ja, echt. Ballern aber von Coman, ey. Schön. Ja. Ja, geil, Alter. Das ist stark gemacht. Sag mal, Ede, was ist eigentlich mit Skiri los da? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist eine ernst gemeine Frage, weil ich habe den bei wem? Skiri oder Skiri? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Entschuldigung, ja, sorry.
der bei Köln so ein Monster war. Ja, ja, der ist ja richtig kacke bei einfach. Ja, der ist ein bisschen enttäuscht auch. Aber ich meine, der macht jedes Spiel eigentlich, ne? Also der ist schon, der spielt halt unspektakulär. Ist halt so ein bisschen defensiver bei der Eintracht als bei Köln. Aber ja, wir sind auch ein bisschen enttäuscht von ihm. Irgendwie fühlt er sich, glaube ich, nicht so richtig wohl. Niki, auf geht's. Ja, man merkt das irgendwie, weil mit Köln hat er übelst. Aber ich muss auch sagen, den Transfer fand ich ein bisschen. Also nicht kacke, weil als Bremer kannst du eh nichts kacke finden. Aber es ist schon irgendwie. Hat mich ein bisschen gewundert. Weil er hat jetzt auch gar keinen Impact im Team gehabt, so irgendwie. Also von Frankfurt hätte ich einfach einen besseren Transfer erwartet, so, das meine ich. Naja, der war schon so mit der beste Sechser in der Saison. Also das war schon. Ja, ja. Der hatte das war schon ein geiler Transfer, also. Ja. Und ich habe auch, da war doch sogar, glaube ich, Dortmund dran an dem und so. Also ich fand Bayern waren auch wohl interessiert. Krass. Also der hat 7 Tore geschossen als Sechser in Köln. Das ist krass. Ja, okay, na gut. Und ich habe auch irgendwie gehört, dass, also das jetzt nur so viel von Hören sagen, und da habe ich irgendwo mal in irgendeinem Shitpost gelesen, dass Kolumuani wieder ein Thema sein soll in Frankfurt. Quatsch. Kann nee, ne? Vorstellen in der Form, in der Marmoush gerade ist. Absoluter Quatsch. Der würde auch, keiner will den mehr sehen, also. Ja, das meine ich eher, naja. Außerdem ist das völlig, also das ist wirklich das bescheuertste Gerücht, das ich je gehört habe. Das ist wie wenn morgen in der Zeitung steht, alles zurück zum VfB. Ja, das war eher so ein Bild-Zeitung-Artikel, glaube ich, auch, so nach, vom Lil führt gegen Real Madrid. Oh. Lil Wayne, oder was? Ich will hier nochmal Konzentration, ne? 30 Sekunden, den Sieg nochmal mitnehmen hier. Müssen wir jetzt rein. Oh, das Elfmeterschießen können wir jetzt machen. Na, jetzt haben wir 2 Tore Vorsprung. Ja, ach, gut, wir führen 5. Tore. Und habt ihr das mit Endrick gesehen, der da schön zwischen die Beine getreten hat? Ja. Und der ist irgendwie 16 Jahre alt und ist schon Vinny Junior Junior, ey. Das ist echt krass. Ja, das lernst du aber bei Madrid, das hat da Tradition mit so Carvajal und Vinicius und davor Pepe und Ramos. Ramos auch, ja. Das ist einfach Schule da, das ist so. Ich fand in der letzte Woche in der Bundesliga krass, dass der Mainzer keine rote Karte bekommen hat, als er dem Heidenheimer an die Eier gepackt hat. Habt ihr das gesehen? Nee. Der hat beim Eckball so ein bisschen mit dem Heidenheimer rumgerungen und hat dem dann an die Eier gepackt und hat nur Geld bekommen, war keine klare Tätigkeit anscheinend. Hm. Aber eine Tätigkeit. Es ist halt irgendwie, Karten sind sowieso irgendwie auch nur Pappe am Ende des Tages, wirklich. Also, die da teilweise verteilt werden und auch nicht. Hm. Vor allem die gelb-roten Karten. Auch jetzt hier am Wochenende Wolfsburg, gegen wen haben die noch gespielt? Stuttgart? Ja, die gelb-rote Karte gegen uns. Ja, also das war auch so wild irgendwie, keine Ahnung. Da wird der Gefaulte vom Platz gestellt, also das ist halt Quatsch. Aber dass jetzt ein Untersuchungsverfahren gegen Ulreich gibt, habt ihr mitgekriegt? Ja. Der Rolf ist ein Wichser genannt. Dem droht jetzt doch eine Rekordsperre. Das ist auch so geil. Der Ulreich, ganz ehrlich. Von der Bank den Manager des anderen Teams beleidigen und dafür gesperrt werden, das ist schon... Aber der sitzt da seit 10 Jahren auf der Bank gefühlt und verdient sich eine goldene Nase, dann ist es ihm das, glaube ich, auch egal mittlerweile. Mit seinem Mitte 30. Hat uns so den Aufstieg gekostet. Ja gut, das gibt natürlich Menschen, die juckt das dann schon, was der so macht. Für ein Spiel gesperrt, schreibt einer in meinem Chat, es wäre fix. Das ist ja, na gut, er spielt ja eh nicht, also von daher juckt. Also, das ist Anreiz für ihn, mehr rumzupöbeln, sag ich, wie es ist. So, hier nochmal Spieler auswählen, hier Nils, nicht trödeln. Es juckt ihn so sehr wie Boniface, der in der ersten Runde DFB-Pokal gesperrt war. Hier, zweiter von links. Ja, der war da. Mein Spieler war wieder weg. Nee, der war da. Hä? Zweiter von links. So, den wollte ich. Oh. Achso, wolltest du gar nicht, Isaac? Nee, ich habe mit Darby gespielt gerade. Der ist ein bisschen schneller im Anzug. Ja, okay. Ja. Der pöbelt auch immer so richtig schön auf Schwäbisch, eigentlich. Dann wer? Ja, Ulreich ist ein Schwabe. So. Ja. Die reden alle so, muss man fairerweise sagen. Ne? Also, das ist halt, die Mikros sind da nicht drauf, aber es ist nicht so, dass. Er wurde halt erwischt, ne? Ja. Er hat halt Pech, dass hinter ihm die gefilmt haben. Die Kamera hat das ja nicht erwischt.
Es gibt übel virale Clips auf TikTok, wie er da steht und die Leute da sich freuen, dass er Wichser sagt und so. Ja, das wurde ja auch nicht von der TV-Kamera eingefangen, das haben irgendwelche Fans mit dem Handy gefilmt. Ich finde es auch so peinlich, weil die kennen sich ja alle und die laufen sich alle früher oder später mal irgendwo über den Weg. Das ist einfach so ein Urzeitmensch-Verhalten. Klar, es ist halt Fußball-Kreisklasse, okay, aber das ist einfach... Es gehört nicht in die Bundesliga, das stimmt schon. Das ist einfach peinlich. Geht für den Ball, geht für den Ball. Die in der Mitte müssen rennen. Schade. Die kriegen wir den Scheißball. Also ich bin bei denen jetzt, aber ich finde halt so, ich mag halt so Shit-Talk, ich liebe das, ne, wenn's ein bisschen zur Sache geht. Ob das jetzt irgendwie nötig ist, wahrscheinlich nicht, aber ich weiß doch gar nicht, warum hat er das überhaupt gesagt? Der Rolf ist halt rumgemeckert und stand irgendwie rum und da hat er doch gesagt, setz dich hin, du Wichser. Aber also ich kann über sowas mega lachen, aber ja. Ich finde die Sperre da auf jeden Fall gerecht. Solange es im Rahmen bleibt, das ist ja witzig. So ein bisschen Wortgefecht. Wenn der Herr Rolf es gesagt hätte, wäre besser gewesen. Ja. Ist halt eine dumme Ausdrucksweise so. Ich finde es auch ganz amüsant. Und ich meine, es ist ja die Realität, dass sich die ganzen Bundesliga-Profis genauso aufregen wie in der Kreisliga. Aber ja, wie ist das? Bisschen dumm trotzdem. Ja. Da geht's ja schon gut zur Sache, immer. Was man so total gehört, wie es in den Kabinengängen Auseinandersetzungen gibt. Alter, wie casual hier einfach die Tore macht, das ist ja geil. Wir können auch zu 0 gewinnen, by the way, ne? Ja, ist egal, das war trotzdem wieder das Spiel. Okay, jetzt habe ich einen Anreiz, Lass mal zu 0 gewinnen. Niki steuert, glaube ich, wieder den Torwart. Ja, ich habe das im Griff. Ich habe das jetzt so langsam raus hier. Ich bin leider auch nicht auf den Modus bisher gespielt, aber das macht Spaß. Alter, was macht der Torwart denn? Raus! Ja. Bin jetzt da. Mitte steht. Oh je. Das war wie Thomas von früher beim Aufspielen. Martin Harnik. Abseits. Und Nuno ganz vorne. Wir machen das mittlerweile als Team besser, dass wir auch mal die Däten ins Abseits rennen lassen. Ich finde, das machen wir besser. Schöne Balleroberung hier an der Stelle auf jeden Fall. Das war stark. Aber Nils ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Elfer. Wann war der Abschied? War das 16 oder 18? 16. 16. Das ist das siebte Jahr jetzt in der Liga. HSV ist doch jetzt Rekord-Zweitligamannschaft. Ja. Also. Ja. Weil ich habe gesagt, die sollen die 10 Jahre voll machen, dann sollen die bitte wieder hochkommen, weil dann will ich auch wieder Derby, weil dann reicht's mir. Mhm. Aber 10 Jahre Das ist aber nett gut. Von dir, Kalle. Ja. Also noch dreimal den Aufstieg verpassen und dann könnt ihr... Jetzt aber mal wirklich Real Talk, die sind auch selber schuld. Die haben das echt so oft selber verkackt. Ich weiß nicht, wie es jetzt letztes Jahr war, aber ich glaube, vorletztes Jahr haben die so reingeschissen gegen Stuttgart. Das war crazy. Das war bitter für die, dass sie schon dachten, sie wären aufgestiegen und Heidenheim hat in der 100. Minute der Nachspielzeit noch 2 Tore gezogen. Ja, stimmt, das war das, ja, true. Die haben ja schon eine Aufstiegsfeier gefeiert dort im Stadion. Weil die haben halt Stuttgart als Relegationsgegner bekommen und da hatten die schon Hoeneß und waren schon eine ganz andere Mannschaft. Und in dem Moment, wo es Stuttgart war, wusste ich, dass das nicht reicht. Weil die waren, du hast ja gesehen, die haben mit unverändertem Kader plus Endo war weg, haben die in dem Jahr danach Champions League gespielt. Stuttgart war zu dem Zeitpunkt, wo der HSV denen die musste, unter der Hoeneß-Tabelle Platz 5 in der Bundesliga. Ja, also und deswegen war klar, ja. Es war unfair, aber die hatten doch in den Jahren davor schon Spiele, wo die hätten niemals in die Relegation gehen müssen. Da haben die doch immer am Ende das dann verkackt, irgendwie Erster oder Zweiter zu werden. Ja, das ist völlig richtig, ja. Meine ich. Ja, da waren einige Jahre bei, wo es einfach komplett unnötig war.
immerhin schaffen, das jedes Mal vorne in der Tabelle zu sein. Guck dir mal Schalke an. Ja, Schalke ist eh verloren. Sollen wir jetzt mal zu Null spielen, weil es ist gerade besser wird es nicht mehr von der Chance, glaube ich. Ja. Trotzdem normalerweise, ich bleib hinten. Das wäre jetzt scheiße gewesen, wenn das ein Tor gewesen wäre. Ja, das wäre echt kacke gewesen. Einfach, wenn wir hinten sind, den Ball auch mal rausschlagen. Da sind noch 3 Minuten 30 halt. Aber nicht hinten reindrücken lassen, das wäre dumm. Hey, ihr habt gerade so schön locker gespielt. And it's gone. Egal, Sieg wurde trotzdem. Das ist dann der zweite. immer positiv was rausnehmen. Ja, klar. Macht ihr halt gleich den 2-0-Sieg, ist auch nicht so schlimm. Aber wir müssen dann ja noch das Elfer Ding. Dann müssen wir nur 0 spielen im nächsten Spiel. Boah, nice. Alter, was geht ab? Nee. Boah. Was macht denn das für ein Tor, bitte? Schönes ich hoffe, Nuno guckt noch zu. Boah, wie geil war das gespielt. Hast du da irgendeine Taste noch gedrückt gehabt? Ja, L2. So, Nils, mach mich glücklich. Mit L2 kriegst du auch manchmal dann den Foul. Oh, schön! Auch mal, ne? Schön abgegeben noch am Ende. Toll! Könnte gleich bei Werder Bremen spielen. Jetzt nicht übertreiben. Die können gar nichts. Werder Bremen macht nur Tore, wenn die angeschossen werden. Sonst passiert da nichts. Ist Nuno noch im Chat, Niki? Ja, er hat geschrieben, auch ein blindes Huhn findet man einen dran. Ja, Nuno soll sich lieber mal um seine Stadionwurst kümmern. Ist das geil! Oh! Das war so schön. Aber leider kein Tor. Oh, was? Oh, ja, wenn die Leute so ein bisschen mit dem rechten Stick umgehen können, das ist immer krass. Du hast kein rechten Stick im Spiel. Abseits. Es steht 5-1 für uns. Alles gut. Alles gut. Ihr müsst da auch nicht den Torwart auf Kampf rausholen, ne? Wer auch immer das jetzt gerade war. Nicht auf Kampf da den Torwart rausholen. Das war ich. Das war mit Abstand. Das war mit Abstand. Aber ich wusste nicht, ehrlicherweise, da gebe ich dir recht. Ich kann den dann ja danach gar nicht steuern. Ich hatte gerade den Ball und der hat den dann so weggeschlagen, so ganz komisch. Was ich bei Rivals oder in der Weekend League immer mache, ich täusche mal so ein bisschen an, den rauszuholen. Ich hole ihn nur so ein bisschen raus und dann stecke ich ihn wieder weg. Das ist immer ganz gut. Können wir nicht sehen, wie war der Kontext gerade? Ich habe nur den... Fußball, Torwart. Schön. Ja. Blau. Blaue Karte. Und? Nein, das war das Foul davor. Also, war Vorteil, wa? Weiß jemand, ob es jetzt zwei David hatten? Eine blaue Karte? Ja, gibt's. Also, ehrlich gesagt, das Spiel hätten wir locker mal zu 0 gewinnen können. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen ärgerlich. Ja, das Gegentor ist ein bisschen ärgerlich, das stimmt. Aber wir da zu zweit im Strafraum standen auch. Also, aber vielleicht kriegt er jetzt noch eins, dann ist es egal. Was? Nee. So, sehr gut. Schade. Oh, da hat einer. Ach je. Diesen Tasten ist auch wichtig, witzig. Schade, sehr gut, tut mir leid. Da bräuchte man andere. Warum? Du hast es noch nicht mit Randoms gespielt. Ey, bei Randoms ist das schon tatsächlich eine wichtige Kommunikationsform, weil wenn jemand sich entschuldigt, dann ist man sehr viel... In Randoms benutzt das niemand. Ich benutze es ständig in Randoms. Weil das ist, weil dadurch, du kannst halt, wenn Leute das Gefühl haben, sie sind, die anderen spielen nicht richtig mit und so, dann machen die nur noch alleine und machen nur noch Scheiße. Ja.
Und wenn man dann so ein bisschen kommuniziert mit sorry und super gemacht und ein bisschen lobt und so, das funktioniert tatsächlich für das Teamgefühl ganz gut. Ja, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber es gibt auch Leute, die machen dann, wenn du Scheiße baust, dann machen die so sehr gut. Also so ein bisschen auf toxisch. So. Ja, das magst du. Vielleicht interpretierst du das nur rein. Vielleicht findet der ja den Abschluss gut oder so. Mhm. Na, weiß ich nicht. Also wenn jemand eindeutig was verkackt hat und dann sehr gut gespammt wird, so dreimal hintereinander, weiß ich jetzt noch nicht, ob das... Ja, das ist dann wahrscheinlich... Ja, gut, also ich glaube schon eher, dass das dann... Ne? Aber ich muss sagen, ich finde das Feature eigentlich ganz gut. Ich finde auch gut, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ja, ich finde es echt. Also wenn jemand ein Tor schießt und alle drei Kameraden sagen direkt sehr gut, das, dann denkt der, wird, okay, er wird gesehen und es ist ja nicht so ein, wer macht die meisten Tore und so. Und wenn jemand einen Fehler macht und sagt, tut mir leid, dann zeigt das direkt so, ey, so, ne, ich entschuldige mich, das verzeiht man dem dann auch direkt viel leichter. Es ist schon. Ja, voll. Es ist strange, aber es funktioniert. So, ihr gewinnt jetzt zu 0, dann ist das dritte Spiel. Und ich habe was, glaube ich, verlassen, glaube ich. Ja, kein Problem. Oder? Warte. Ich lasse die Zeit weiterlaufen, weil wir haben ja eh ein bisschen Minus. Ach, ich glaube, du musst mich nochmal einladen, ja, bitte. Ja, alles gut. Ich komme hier, nicht mehr raus jetzt. Nee, ich kann die Lobby jetzt nicht verlassen, dann muss ich das Spiel nochmal neu starten. Wie, du brauchst die Lobby doch gar nicht verlassen. Du brauchst doch einfach nur unten mich nochmal einladen. Geht aber nicht, weil ich einen Schritt weiter. Also bei mir bist du noch drin, bist tatsächlich. Du in der Gruppe drin. Bei mir auch. Du bist ach drin. Ja, da bin ich ja. Alle drin. Ja, ja, ah. Alle drin. Okay, aber ich kann meinen Spieler hier nicht behalten, warum auch immer. Ich muss den jedes Mal manuell auswählen. Ja, es ist einfach mal so vorgeschlagen, aus, was random. Ja. So, also nochmal Anstoßball holen. Ja. Zum ja. Gewinnen, dann haben wir die drei Spieler. Dann fehlt uns nur noch ein nächstes Spiel, wo wir Elfmeterschießen passieren. Mhm. Genau. Weil das andere wäre zu riskant, oder? Wenn wir das alles auf einmal machen. Das ja, ihr könnt das jetzt nicht zu Null spielen. Wir können das Elfmeterschießen, dann müssten wir ja alle Elfmeter halten, alle Penalties. Mhm. Ah, ja, mach das mal, Niki, mach das, wenn du es jetzt zutraust. Ja, ich mach das. Ja. Nein, ihr geht jetzt einfach auf Sieg zu Null und dann ist gut. Ja. Okay, jetzt auf den Ball. Und auf den Ball, ja. Auf den Ball. Grätschen. Ja, die Gegner hatten den. Ich weiß nicht, wer hatte den? Ja, Gegner hatten den. Ich bin ja auch für uns, aber das waren schon die Gegner. Aber wir müssen eh gleich noch eine Partie machen. Also jetzt einfach zu 0 gewinnen. Dann haben wir zwei Challenges. Wieder dann. Ich geh mal einen Pipi machen, ne? Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Oh, da geht's da hin. Oh, faul. Oh, das ist aber auch scheiße zu Null spielen in dem Modus. Ja, werden es gerade schaffen müssen. Das steht nicht so. Da hat was verlockend, ja. Wieder, jetzt machen wir mal die drei Siege, okay? Warum? Ich meine, Elferschießen im Prinzip, Finn, das zählt doch nie dazu bei zu Null spielen, eigentlich. Müssen wir halt einmal nachdenken. Nee, eigentlich zählt das nicht, ne. Also. Das zählt nicht. Wir spielen einfach im nächsten Spiel 0-0 fertig und gewinnen jetzt. Das sind irgendwie gut, die Gegner. Nee, die sind nicht gut. Nee. Wir sind gut, die sind schlecht. Okay, alles gut. Nee, sag nie wieder was. Ihr macht das jetzt. Alter, was? Schade, aber... Ja. Torhüter kommt raus und grätscht am 16. Okay, also ich bin da allein, ja, gut. Scheiße. Ist nicht so schlecht. Durchnommen? Ja. Super. Oh, was? Da war ich doch dran. Hasse. Sauber, Niki. Andere Seite. Mike, was geht ab? Ja. Er tritt doch nach. Ich bin dieser Arnold, der Hund. No. Oh. Ja! Jetzt noch mal die Überzahl. Ja, sauber. Nochmal so ein Teamjubel jetzt. Super! Die waren ein bisschen weit, sorry. Ah.
Well, there you have it. Better safe than sorry, right? Wir machen das gut jetzt gerade, richtig gut. Oh, look out! Counter ja. Looks good here. Great work from the defender. Please at home, stand up and clap. It's a great place to get possession. Torwart. Great play by the keeper to come out and collect it. Beautiful ball to split the defense. Sauber. Kommentator auf Englisch hört sich an, als ob Sylvester Stallone ist. So, okay. Adrian! Schön. Well, it's a corner and a chance to further the lead here. Der Theo ist echt ein guter Verteidiger, bin zufrieden mit dem. Hey, Real Captain, probier's aus. Ich bin mir selber nicht sicher. Brauchen wir Zeiten noch. Ja, wir können nicht Stand jetzt machen. Brauchen wir nichts, aber ein paar Tore wären trotzdem noch schön. Gut. Och, was war das denn? Bei vorhin sind sie nie mit dem Kopf rangegangen und jetzt, ja. Jetzt, wo wir das Kopfballtor haben, gehen sie nur noch mit dem Kopf ran. Oh, der hat schon fast angesetzt zum Fallrückzug. Ja. Rauskommen mit dem Torwart ist extrem stark dieses Jahr. Also, es war noch nie so gut wie dieses Jahr. Aber Schießen ist auch ein bisschen schwerer geworden, oder? In diesem Modus, finde ich, ist Schießen komplett easy. Easy Modus. Ja, ich meine im Big Game. Hä? Wieso ist man da nicht zum Ball? Kann es nicht mehr so einfach mit Torwart einfach vorbeilaufen oder so. Geht nicht mehr. Schön durchgesetzt. Flanke. Wir kriegen immer ein so ein schnelles Gegentor. Das ist doch irgendwie dämlich. Das ist natürlich die Gefahr bei diesem schnellen Modus, ne, wo es alles so zack, zack geht. Ja. Ey, Real Captain, noch spüre ich nichts, sorry. Was willst du spüren? Der hat gefragt, ob wenn er 20 Subs reinhaut, ob ich dann noch was spüre. Ach so. Ah, no, er hat erst 5, deshalb spüre ich nichts. Da muss noch was kommen. Ja, muss noch ein bisschen. Making the keeper work nothing on that play. 15 gifted von was spüren entfernt. Also das Problem ist aber auch, ganz ehrlich, man kann ja hier easy außerhalb des Strafraums einfach Tore schießen. Also wenn du zu Null spielen willst, dann musst du ja quasi zu viert einfach nur hinten rausballern. Also... Weil es so einfach ist, Tore zu schießen, das ist super schwer damit zu verteidigen, wenn du nicht mit 4 Mann hinterm Ball bist. Guter Ball. Also jemand Rage quittet oder so. Oder irgendwie einen Computer gespielt. Bitte? Ging das gerade in meine Richtung? Hm? Was? Nee. Hä? Ich bin Computer gespielt, ich habe nicht so richtig zugehört. Was denn? Eckball, oder? Ging um die anderen Teams. Achso. Schlafen geschickt. Das never! Was? Warte! Schon wieder Finn, ne? Ey, Finn, ey. Das war doch gar nichts. Kostet uns die Fairplay-Trophäe hier. Ey, lass mal bitte jetzt gewinnen, weil sonst ist die Siegesserie wieder hinüber. Ja. Da steht 2-2. Wir sind so ein bisschen laissez-faire gerade, das wäre blöd, finde ich. Ja, wir sind mal weniger, so nebenbei mal. Ja, eben. Ich glaube, wenn ihr jetzt nicht gewinnt, ist es auch nicht mehr möglich, dass wir den Punkt noch holen. Nee. Weil wir haben nur noch 28 Minuten. Boom goes the
Wir müssen jetzt gewinnen. Zur Not in der Verlängerung. Eine Partie geht 7. Mit Menü etc. wird das echt knapp. Ohne jetzt. Oh, ja, zu dritt ist schwer. Eine Minute, kein Stress jetzt. Zu dritt ist schwer. Kommt der Spieler jetzt so wieder rein eigentlich dann? Ja, 4 Sekunden. Wie beim Eishockey. Nee. Kommt der nämlich nicht, oder? Doch. Der ist immer noch auf dem, aber es wird verkürzt auf jeden Fall. Ja, ja, pro Tor. Wie ist er denn jetzt, der Finchi? Jetzt bin ich wieder da. Oh, oh Gott. Und der nächste geht raus. Oh, ach, und das ist nur eine gelbe Karte, aber meins gerade war blau. Ja, weil deins am Strafraum war. Jetzt. Jetzt zieh durch. Mit Theo. Warum ist denn der Theo so langsam? Braucht ein Tor, Jungs. Schön. Ja. Wichtig! Gut! Oh, eins noch jetzt. Defense. Gut. Ruhig. Hey. Schön. Lieber auf Verlängerung gehen, anstatt jetzt noch einen zu kassieren. Oder jetzt ein Tor. Oh oh. Schafft er nicht, schafft er nicht. Verlängerung, Verlängerung. Ist egal, wo du hin machst. Wirf einfach ganz weit weg. Ist egal, wohin. Golden. Er pfeift ja sogar in der Luft ab, deswegen ist egal. Gut. Oh, gerade nochmal hier gerettet. Jetzt können wir nochmal den Ball gewinnen. Ja, haben wir? Yes. Gehen wir auf Sieg, ja, oder? Ja, klar. Aber nicht verlieren, das wäre doppelt tragisch jetzt. Oh, fuck. Haben wir? Stark. Schön, Williams. Boah. Oh, ist Golden Goal, ne? Das ist scheiße, glaube ich. Ja, ja. Ist Golden Goal. Geh, geh, geh. Ach, zurück, 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 zurück. Well, let's see what they do from here. Came up ja, short, just not able to pick out the right pass. Oh. Can they? Nein. Ja, so Ball in der Vorwärtsbewegung verlieren ist tödlich in dem Spiel, in dem Modus. Dann müssen wir jetzt auf die Verlängerung gehen. Ist Golden Goal. Ja, das Ding ist also Verlängerung und Elfmeterschießen. Achso, insgesamt meinst du? Ja, ja. Also drei Spiele hintereinander werden wir nicht mehr schaffen, weil wir jetzt noch für die gesamte Challenge 24 Minuten und 45 Sekunden. Wenn wir uns beeilen, drei wenn Spiele. Wenn ihr euch jetzt durchixt und ihr schnell alles ja, immer erstellt, dann schaffen wir es. Am besten schaffen wir es jetzt beim ersten Spiel. Eieieiei. Mit so vielen Hoffnungen in diesen Tag gestartet. Richtig gebrochen da, ey. Na, hier schnell alles auswählen, alles auswählen. Niki, Zeit ist Challenge. Zeit ist Geld, wird man im Schwabenland sagen. Ja, also es sind jetzt schon anderthalb Minuten rum, allein dieses Menü rein, Menü raus. Steht 7 Minuten ein Spiel. Nett, ja, und dann ist auch manchmal, die Zeit wird auch gestoppt, wenn ne, aus ist und so. Ich glaube, das wird nichts. Wir gucken mal, wie viel Zeit wir nach dem Spiel noch haben. Und sehen, was also ich will, dass wir jetzt probieren, einmal mal kein Leben zu gewinnen. Das kann doch nicht so schwer sein. Bin ich Fan von. Ja. Und jetzt den Ball gewinnen. Jetzt den Ball gewinnen. Oh, die pennen.
Jawoll! Ja, endlich. Sehr gut. Oh oh. Ja, am rechten Fuß, der Theo. There it is in the middle of the park. They're building up the play real well. Great bit of defensive work. Hey, the counter could be on in this one. Aus. Hoch und weit bringt Sicherheit. So nämlich. Und quer. Room there on the flank. Na, arme alle. Also. Raus, raus, raus. Eine Panik. Great imagination to see that running behind. Oh, blau. Blau. Kann man nicht schießen? Nein. Oh, that was simple. They just passed it to another teammate. Tor. Jetzt. Ja. Man kann da aber auch nicht skippen. Oder? Das geht doch nicht. Im Jubel mit L1, L1 und wir müssen Seite gewinnen. Gut. Oh, du? Läuft das Spiel eigentlich ab, wenn die alle vier rausquitten? Das wäre ja auch eine Chance für uns. Nee, das Spiel läuft auf jeden Fall ab, wenn man drei blaue Karten auf einmal hat. Wir sollten jetzt nicht alle, also nie alle vier nach vorne. Bisschen defensiv spielen. Bisschen eklig spielen. Aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem nach vorne. Einer muss sich. Wir müssen ja, klar, aber es muss dann jetzt gelb zum Beispiel bleiben. Wir müssen uns ein Vorbild am Prag von gestern nehmen. Ja, doch, doch. Die haben mit 10 Verteidigern gespielt. Warte mal, ich schau jetzt mal. Aber bei diesen Kurzmessages gibt es ja auch nur positive. Ja, genau, es gibt nichts Negatives. Das müssten sie ein. Oh oh. Vorwart, ja. Hä, Steilpass habe ich gar nicht. Du musst, Steilpass ist, wenn du den Ball nicht hast und Dreieck drückst. Ah. Wenn du Kreis drückst und den Ball nicht hast, dann kommt Schieß. So kannst du mit dem Torwart kommunizieren. Dann sieht er, dann macht die KI immer das, was als erstes gewählt wird. Mhm. So, Leipzig führt gegen Juve und Real Madrid liegt immer noch hinten. Wichtig ist hier. Wichtig ist hier. Ja, da hast du recht. Übrigens, wenn ihr ein Tor macht, L1 und R1 gleichzeitig drücken, skippt den Jubel, dann sparen wir noch mal ein bisschen Zeit. Also, wenn ihr der Torschießende seid, L1, ja. R1 gleichzeitig. Oh, Kopfball, Mann. Das ist fast unser bestes Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ja, zu 0 ist hier auf jeden Fall drin, aber 4 Minuten sind auf der Uhr. Ja, macht die ein bisschen sauer, Nils. Das finde ich gut. Macht die ein bisschen wütend. Abschluss. Der ist noch hot. Okay. Nach hinten. Wir sind zurück, zu offensiv. Zurück, alle zurück. Hey. Jetzt wieder die Absetzlinie. Oh Mann, der ist zu billig. Ja, R2 einfach. Super. Auf. Oh, gut. Hä, was war das? Nicht alle. Guck mal, Leute, nicht alle. Nicht vier nach vorne. Gelb, bleibt mal bitte grundsätzlich ein bisschen weiter hinten. Dass wir einen haben, der sich dafür verantwortlich fühlt. Nicht vier nach vorne rennen. Okay.
Das meine ich, das sind diese Schüsse, da kannst du eigentlich fast nichts machen, Daniel. Was willst du da machen? Wieder nicht zu null, ey. Es ist kein einziges Spiel haben wir es geschafft. Distanzschuss ist aber auch echt bitter. Wenn du mal nach der Ecke, was willst du da machen? Also, was sagst du da? Ich, da kann man nichts machen. Also, mit dem kannst du echt nichts machen. Keine Ecke. Wir könnten jetzt 3 Tore kassieren und auf Verlängerung gehen. Also Golden Goal und dann Elfmeterschießen. Dann ist aber unsere Zeit ganz vorbei. Ja. Ja gut, 3 Siege am Stück schaffen wir eh nicht mehr. Von der Zeit her. Und dann haben wir noch Zeit. Also wir haben jetzt noch 17 Minuten und 30 Sekunden, das werden wir nicht schaffen zeitlich. Reicht doch. Nee, das werden wir nicht schaffen. Mit Menü und Pausen und so schaffen wir nicht. Das wird nichts. Also wir müssen quasi bei 14.0 im nächsten Match sein. Und das schaffen wir nicht. Ja, die Teuter sind schon schlechter als auf dem Großfeld, habe ich das Gefühl. Also ich bin auch irgendwie bei dem Modus, dass wir jetzt vielleicht auf Elfmeterschießen gehen und dann nächstes Spiel noch zu Null und dann haben wir alles geschafft bis auf die 3 Siege in Folge. Weil das schaffen wir nicht mehr, zeitlich. Ja, aber dann extra ein Spiel abschenken, tue ich mich auch schwer, wenn wir eh bis dann... Du schenkst es doch nicht ab, wir müssen das Elfmeterschießen ja gewinnen. Ja, aber Elfmeterschießen ist Gamblen und jetzt führen wir mit 3 Toren. Na, aber das ist ja dieses Penalty-Ding und das geht eigentlich. Die Idee ist ja nur, wir aber im nächsten Spiel gezwungenermaßen zum Penalty. Also ich wäre auch dafür, lass uns das jetzt gewinnen. Dann... Weil ich finde auch diese 3 Siegesserie ist, obwohl du meinst, es wird gar nicht mehr in die Wertung kommen, mal, oder was ist dein Plan? Wir schaffen zeitlich nicht mehr, die 3 Spiele. Deswegen, also, wenn wir das Penalty-Schießen machen, dann müssten wir das jetzt machen noch. Weil dann haben wir, für ein Spiel haben wir danach noch Zeit, für 2 haben wir eh nicht mehr Zeit. Also wir haben jetzt noch genau 16 Minuten für die ganze Challenge und wir sind noch 1,5 Minuten in dieser Partie und brauchen noch 1,5 Minuten, um die nächste zu starten, das schaffen wir nicht. Und das dann nochmal mal 2. Ja, okay. Aber können wir denn nicht im nächsten Spiel Penalty-Schießen machen? Ja gut, aber... Ihr machen, was ihr wollt. Das war auch nur so ein Vorschlag. Ne? Wollen wir nächstes Spiel nicht auf 0 probieren zu gehen? Doch. Ja, können wir doch beides machen, oder? 0-0 und Penalty schießen. Boah, 0 und Penalty? Also kein Elfmeter reinlassen? Das ist nein, aber das zählt nicht. Das würde ich jetzt einfach mal so werten. Nein, Penalties zählen nicht als Gegentor. Das wird auch bei der Weltmeisterschaft ist das auch kein Tor, was dir angerechnet wird als Spieler für die Torschützenliste. Das zählt nicht. Sehe ich auch so. Nee, das Penalty-Schießen, das wird nicht gezählt. Das ist so. Um nochmal ein Gegenargument zu bringen, ihr habt eine richtige Kackmannschaft als Gegnerteam. Ihr könnt die, glaube ich, im Penalty hier easy schlagen, ne? Und ihr habt halt 2 Gegentore bekommen. Aber Penalty ist nicht mehr weg. Random. Ja. Ich hasse das jetzt, 3 Eigentore zu machen. Das fühlt sich einfach auch nicht richtig an. Ja. Ja, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Sehe ich auch so. Und dann gewinnt einfach. Ich kann nicht anders als Tore schießen. Eder Haaland. Boah, dann müssen wir nächstes Spiel 7 Minuten lang 0-0 den Ball irgendwie in der Mitte halten. Ja, aber also was für einen Sinn macht es überhaupt noch, die Challenges zu machen, wenn wir eh wissen, dass wir die Challenges nicht gewinnen? Also so viele wie möglich einfach jetzt abschließen, oder? Ja. Okay. Also jetzt haben wir eh nur noch eine Viertelstunde, die halten wir jetzt alle noch aus. Nein, darum geht's ja nicht, aber ich verliere, also ich gewinne dann lieber. R1, L1, Edgeman. Also wir können jetzt versuchen noch auf 2, aber es sind jetzt noch 14 Minuten und ein Spiel geht 7 Minuten. Also wir schaffen es einfach zeitlich nicht, das ist das Problem. Die Challenge zählt auch nicht mehr, wenn wir also im Spiel sind. Finde ich eigentlich legitime Frage. Ich finde, dass wenn es gestartet ist, geht es noch rein. Finde ich auch auf jeden Fall. Ich brauche keinen Anreiz. Ich kann das nicht. Ihr meint, dass man das dann noch zu Ende spielen darf? Genau. Ja, also wir werden jetzt eh nicht mehr Erster. Deswegen lass uns dann einfach das dritte Spiel noch nehmen, wenn ihr jetzt dieses und nächstes gewinnt. Aber im Endeffekt, durch Penalty und so haben wir eh mehr Zeitverlust. Das heißt, wir müssen halt nur ein Spiel starten, also wir müssen noch 2 Spiele starten innerhalb der nächsten 13 Minuten. Das schaffen wir. Mit Penalty dauert das Spiel 10 Minuten, 11 Minuten vielleicht. Wenn wir jetzt beeilen, kriegen wir das hin.
Ja, lass uns doch beide versuchen, 0-0 zu machen. Oder, ja, muss ja dann. Wir probieren jetzt 0-0. Ja. Dann nehmen wir eher Abwehrspieler jetzt rein, oder? Ja, aber ich würde auch ein bisschen Schuss nehmen, weil wenn wir Penalty machen, dann jemand mit 40 Schuss ist auch blöd. Hm. Ja. Nicht mit Mittelfeldspieler irgendwie was reinmachen, die alles so ein bisschen können. Ja, irgendwie so einen krassen ZDM oder so, wenn ihr was habt. Also ich spiele diesen Garcia von Leverkusen. Also ich bleibe bei dem Heini, mit dem ich mich jetzt eingespielt habe, weil der ist schnell und die Spieler, du kannst auch mit denen super Zweikämpfe gewinnen über Stellungsspiel. Ich finde auch Füßes, also der Theo ist echt eine Waffe da. Hm. Ja, Theo ist so wahrscheinlich die beste Karte, die ihr habt gerade. Weil der ist auch ein Allrounder irgendwie, der kann irgendwie alles. Der kann nur nichts mit rechts, der hat irgendwie zwei Sterne Weak Foot und das merkt man manchmal. Wenn ich den Ball hinten rausspielen will mit rechts, geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob das in Real Life auch so ist. Das ist eigentlich eine Maschine. Das skippen. Ja, ich hab drückt. Wir alle drücken. Es gibt immer einen, das ist das Gesetz. Ja, ja. Einer drückt immer nicht. Ich wünsche mir, dass alle den irgendwie so eine Taste haben, wo man den bestrafen kann. Haben wir das jetzt geschafft? Das ist jetzt dreimal. Ja. Ja, das haben wir geschafft. Okay, wir haben jetzt halt alle eher ein bisschen defensiv. Oh, Ecke, oh Gott. Oh je. Ich mach den Rückraum. Ja, mach den Rückraum. 7 Minuten einfach aus diesem Spiel ein 0-0 machen, was eigentlich überhaupt nicht zur DNA des Spiels gehört. Also wir wollen jetzt das Elferschießen machen. Ja, und ohne Gegentor. Ja, und 0-0. Das heißt, muss man. Aber lass uns den Ball trotzdem weiter nach vorne transportieren und nicht direkt vorm Tor. Ja. Wir noch Chance haben zu verteidigen. Ricky, komm, mach mal ein bisschen 7 Minuten tanzen an der Eckfahne. Die anderen wissen halt überhaupt nicht, was wir machen. Das tut mir total leid. Wir müssen uns hinterher bei denen entschuldigen. Ja, das Ding ist sowieso durch, sobald die irgendwie so einen Lucky Punch wieder raushauen, so einen Distanzschuss, und dann müsst ihr eh spielen. Das ist super schwer, das zu verhindern, einfach ein Tor. Ja. In dem Spiel. Guck mal, wenn die jetzt reinzieht, kannst du. Da habt ihr jetzt wirklich jeden Körper, den ihr habt, dazwischen. Einfach breit stehen, Ball halten. Bewegen, dann nehmen wir Zeit von der Uhr. 10 Minuten ist da, ist das Ganze. Boah, die sind ja. Ich wäre jetzt schon sauer auf euch, ne, wenn ich im Gegnerteam bin. Ja. Oh, scheiße. Aber lass doch mal. Ich überlege gerade, ob es nicht einfacher wäre. Jetzt normal zu spielen, aber ins Elfmeterschießen zu gehen und danach das 0-0 zu machen, weil dann müssen wir 0-0. Ja, danach können wir dann auch zu 0 gewinnen. Aber ich weiß nicht, was ihr meint. Jetzt lass uns einfach, wir probieren so lange 0-0, wie es geht. Dann haben wir die Option. Du weißt halt auch nicht, welchen Gegner du kriegst. Du kannst ja nicht so tun, als wenn das jedes Mal klappen würde. Das liegt ja auch am Gegner, die müssen ja auch scheiße sein. Also bisher hat genau 0-mal geklappt bei uns. Ja, eben. Nein, da steht die 0. Sie hassen uns jetzt und ich verstehe es komplett. Oh mein Gott. Das ist so kacke. Das aber das ist eigentlich basically jede Weekend League Experience, wenn der Gegner führt. Stell mal vor, es wäre wie jetzt so Handball, dass du da so Zeitspiel bekommst. Jetzt musst du abkippen. Kein Tor, ne? Das ist mir so leid, ey. Und es wird eh gleich ein Fehlpass kommen, das ist... Oh, auf den Keeper würde ich verzichten, tatsächlich. Kein Rückpass. Der ist so random. Man könnte ihn nicht steuern. Lang. Ist das bitter, was wir hier machen? Abseits. Das tut mir auch einfach wirklich, es ist gegen jeden Sportsgeist. Stimmt, wie lang, was ist die Zeit noch? Die Zeit ist scheißegal. Also, wir schaffen wir danach jetzt einfach 0-0. Lass uns jetzt einfach 0-0 mit Mann und Maus und Zahn und Klaue verteidigen. Lass uns den Spielspaß nehmen. Wir müssen so richtig so einen Handball-Abwehrring müssen wir da immer aufbauen. Die Dänen, die sind blöd. Also den Spielspaß möchte ich dir nicht nehmen, das ist ja immer noch eine Produktplatzierung hier. Aber wir versuchen die Challenge zu gewinnen, sagen wir es mal so. Ja, ich will aber auch für uns gewinnen. Auch eine gute Übung. Ja. Ball in eigenen reinhalten ist auch eine legitime. Jetzt ist es gefährlich, Leute, ich brauche Unterstützung. Bin da. Da. Zur Not weghauen.
Schön wieder zurückgespielt. Ja, das ist einfach auch Ballkontrolle. Also die 10 Pässe habt ihr jetzt mindestens auch langsam. Die hatten. Die jetzt haben wir schon die 30 Pässe wahrscheinlich. Mhm. Aber ihr habt schon fast. Level. Ihr habt das halbe Spiel jetzt geschafft. Kein und Torschuss aufs gegnerische Tor. Ja. Und auch nicht zugelassen. 5% Ballbesitz für die Gegner. Und danach müsst ihr es nochmal 2,5 Minuten. Es ist nicht so leicht, 0-0 zu spielen, wie es aussieht. Leute. Ja, ich glaub dir das. Deswegen habe ich das so extra nochmal erwähnt. Ey, meine Finger schwitzen des Todes, weil ich keinen Fehlpass machen will. Weil du hast auch immer so diesen Druck zum. Also, du hast ja auch diesen Instinkt, zum Tor zu gehen und, ne, da mal zu schießen und. Ja, lauf, befreie dich da mal. Ja, ja. Egal, lieber bei denen vorne den Ball mal verlieren. Ja, als, ja, klar. Das ist logisch. Checken überhaupt nicht, was Phase ist. Ja. Sehr gut. Schön. Und wieder zurück. Ich bin hinten, ich bin hinten. Ja, faul, faul. Nimm das faul. Ja, sehr gut. Ja. Was? Der blaue Karte wäre jetzt noch wild für die. Wenn wir immer so gespielt hätten, hätten wir, glaube ich, mehr Spiele gewonnen. Ja. Weil dann hätten wir einmal lang nach vorne gespielt. Und guck mal, wie gut wir verteidigen. Pass auf, da kommt er entgegen. Vor allen Dingen, wenn ich vorne stehe, bin ich zwei Abwehrspieler, habt ihr eigentlich immer eine Anspielstation hinten. Ja, ich glaube, die checken es noch nicht. Ich glaube, die denken so, ihr wollt so die übelste, krasse Taktik raushauen. Nein. Ja. Ui, 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 das war knapper als sein. Zurück. Ja, Start. Gut abgedreht. Nee. Oh, ja, guter doch, Ball. Du noch 150 Sekunden. Nee, 130. So krass. Und dann nochmal 2,5 Minuten, glaube ich, ne? Verlängerung? Ging ja. So, lang. So ein Scheiß, was wir hier machen. Mit in die Arme. Der hat jetzt ist der Frust da. Jetzt ist der Frust da. Aber wenn die jetzt anfangen, so zu schießen, müssen wir draufgehen, weil sonst ist irgendwann der Intro. 100%. Die schießen jetzt, sobald die den Ball haben. Mhm. Aber 10 Verlängerung? Weil die halt nie haben. Also 0. Oh, das Gegentor, oh, Leute. Das Gegentor, also das muss nicht nach Abschluss der regulären Spielzeit sein, es muss auch in der Verlängerung 0-0 sein. Steht, beendet ein Spiel und das bedeutet für mich, ihr müsst fertig sein mit dem Game. Ey, aber wisst ihr was, 1-0, jetzt 1-0 zu gewinnen, ist viel leichter und danach ins Elfmeterschießen sich zu retten. Oh, fuck. Du meinst, wir sollen Tor schießen? Würde ich auch so unterschreiben, weil Elfmeterschießen mit 0-0 reinkommen und das dann auch noch gewinnen. Ja, sollen wir jetzt treffen oder nicht? In letzter Minute Tor treffen, spielen, ja, jetzt. Lass uns ein Tor schießen. Oh, fuck, warum? Jetzt haben wir aber so viel so gut durchgehalten. Ja, entscheidet ihr gemeinschaftlich, wie ihr es machen wollt. Ich bin auch für Tor. Ja, das ist. Oh, nee. Sorry. Boah, Weltrette. Na? Oh, Start. Da wird einer zum neuen Pelé. Uiuiui. Ui. Schön. Abseits. Ach so, Abseits. Ja, Logo. Ja, aber. Ja. Ja, der kam ja, war halt 20 Meter im Abseits. Ist halt so. Und jetzt mach ihn rein. Ohne Stress. Aber Nils macht gut, dass du da immer hinten bleibst jetzt. Nicht gut. 18 Sekunden. Rauf, Eddie, rauf, Eddie. Nein. Aber das ist halt das wirklich. Das darf nicht wahr sein, ey. Ärgerlich jetzt, ne? Von hinter der Abseitslinie zimmern die den rein. Ja, gut, jetzt müssen wir. Los, alles da vorne. Das ist nicht wahr. Schuss. Schade. Ja, das war's. Trotzdem Strahl, Digga. Ich trotzdem Strahl. Saubere Grätsche, Niki. Wir haben's verdient, ich weiß, Chat. Es ist so schlecht. Das hab ich aber wirklich verdient. Ich will, ey, nee, ich höre jetzt auf. Ich kann nicht mehr. Steht da, man muss das Spiel zu 0 gewinnen oder zu 0 verlieren? Ohne Gegentreffer. Beenden. Ja, Jesus. Das ist ja nicht zu fassen. Guck mal, was wir für scheiß Bewertungen alle haben. Ja, haben wir auch nichts gemacht. Gut, ich würde es an dieser Stelle dann hier als nicht geschafft deklarieren, weil wir hätten jetzt noch 3 Minuten, wir können es jetzt noch in irgendein Spiel reinzwingen, aber Etienne hat auch schon durchleuchten lassen, dass nee, das ist jetzt ist die Moral komplett gebrochen.
Wir sind auch zeitlich, sind wir trotzdem gut drin. Wir haben jetzt auch aufgrund unserer technischen Umsätze, dass hier jetzt leider die am Anfang da waren und dass ich nicht mitspielen konnte, haben wir es, glaube ich, gut gemeistert. Ich hatte auf jeden Fall trotzdem Spaß. Also es hat auch Spaß gemacht, euch zuzugucken, beziehungsweise. Der Modus macht mega Bock, der ist super. Zu viert ist der auch geil. Ja. Ja, danke also, nochmal an Finn fürs Einspringen an der Stelle. Super, Finn, du hast das richtig gut gemacht. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ich finde auch, mir gefällt der Modus richtig gut. Ob man den jetzt Ultimate Team spielt, das ist natürlich für alle Leute, die gerne so Karten sammeln und so, richtig geil. Weil ich glaube auch, dass das nochmal die einzelne Karte aufwertet, weil sie eben nicht eine von 11 ist, sondern nur eine von 4. Mhm. Ich kann aber auch nochmal allen, die jetzt vielleicht den Modus gar nicht kennen, auch nochmal die Pro-Clubs-Variante ans Herz legen, weil da könnt ihr euch einen eigenen Pro erstellen und auch ein Team gründen und dann mit euren Freunden quasi eine Mannschaft spielen in 4 gegen 4. Das ist auch genauso geil. Beide Varianten sind super. In jedem Fall finde ich diesen Treffer, diesen Modus wirklich eine sehr, sehr gute Neuerung in FC 25. Ja. Finde ich auch. Macht Bock. Das unterschreiben wir alle so. Das ist geil. Und ich glaube, weil die meisten Leute tatsächlich, die meisten Leute spielen, glaube ich, eher Ultimate Team und die kriegen halt dadurch trotzdem ihre Rewards, weißt du? Also sie kriegen ja halt trotzdem irgendwie ein paar Coins. Du bekommst halt Season Pass Punkte dadurch auch. Genau, und ein paar Coins und so. Und deswegen ist es, glaube ich, ist cool, dass es in beiden Modi verfügbar ist. So. Ich danke euch allen recht herzlich für diesen schönen Abend. Fürs Mitmachen, danke fürs coole Kommentieren und Coachen, Kalle. Ja. Gerne. Schade, dass ich es nicht geschafft habe. Natürlich für die Einladung zu der Challenge, ne? Ja. Das war cool. Nächstes Mal gewinnen wir. Wir haben uns ein bisschen finden müssen, weil wir so unterschiedliche, sehr starke Charaktere sind. Und das Wasser musste erstmal die Kanten der Steine abspülen. Aber als wir dann weich und glatt waren, glaube ich, waren wir unvergleichlich gut und hätten das auf jeden Fall am Ende rocken können. Das ist Abschlussworte aus Hamburg. Das ist kein Fußball, wenn man sich nicht anschnauzt auf dem Feld, meine ich. Ist klar. Das gehört dazu. Da bin ich auch voll dabei. Also ich finde, so Stress und ein bisschen rumschreien geht voll dazu. Ansonsten ist kein Fußball. Also ist auch so meine. Wenn man sich angegriffen fühlt, wenn man sagt, pass doch, du Arschloch, das ist für mich kein Angriff. Das ist für mich Fußballsprache. Nee. Das ist ein verkackter Angriff dann. Ulreich stimmt mir zu. Gut, Jungs. Das war's. Vielen Dank. Gerne nochmal wieder, Kalle. Wir hauen dich nochmal an, ne? Wegen, ja, voll gerne. Fokus. Voll gerne. Ja. Voll gerne. Macht's alles gut. Klar. Ciao. Tschüss, Finn. Ade. Tschüss, Niki. Ciao, ciao. Tschüss, Deals. Tschüss, 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 tschüss.